Nachdem wir uns ein bisschen mit der praktischen Umsetzungsmöglichkeit der freien Energie beschäftigt haben, zumindest einmal vom Modell her, und dann das Beispiel der Moderniter jetzt uns genau angeschaut haben, wie das also dann in Perfektion umgesetzt werden könnte, wenn man sich wirklich näher damit beschäftigen würde, noch zum kosmologischen Teil, wo es also auch um die Spiralbewegung geht. Und da muss man natürlich festhalten, als erstes, dass die alten Völker wie die Ägypter oder auch die Azteken oder die vedische Kultur, die aus Indien kommt, oder sonstige andere Völker, die da immer wieder genannt werden, auch die germanische, natürlich keine primitiven Kulturen gewesen sind, wie das immer angenommen wird, sondern das waren natürlich Hochkulturen, die auch über entsprechende technische Mittel verfügt haben. Die ägyptische Kultur spielt da sicher eine zentrale Rolle unter anderem. Und da gibt es natürlich auch viele metaphysische Konzepte, die man da jetzt noch anreißen könnte, die aber den Rahmen des Seminars sprengt. Aber ich möchte jetzt nur mal ein paar Beispiele bringen. Das ist eine Darstellung mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit. So, wie schauen wir aus? Ja, sehen wir was, ja. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit von einer Glimmlampe. Man sieht da deutlich ein Kastel, ja. Und da aus diesem Kastel, da geht dieses Kabel heraus. Ich ziehe das einmal da her, da sieht man es ein bisschen besser, nur von der einen Seite. Und das geht dann da hinten da in diesen Kranz da rein, was ausschaut wie eine Blume. Und da vorne da, das ist ein Glaskörper, der da ist. Und da ist sehr wahrscheinlich ein Vakuum drinnen. Und über dieses Vakuum ist diese schlangenartige Schlange, die sich da schlängelt. Das ist dann die Gasentladung, die wir da drinnen haben. Das ist eine Glimmlampe, ist das. Und das ist noch dazu in einer Polarität dargestellt, weil wenn man nämlich die beiden da gegeneinander sich haltet, dann sieht man deutlich, dass da in der Mitte der Bruch ist. Das ist nämlich die feminine Glimmlampe und das ist die maskuline Glimmlampe, angezeigt von dieser Abstützung da, weil da ist nämlich eine Kugel dazwischen auf dem Kopf von der Person und da ist es eher kontinuierlich mit einem Stab sozusagen dargestellt, wobei das in laminierten Schichten dargestellt ist. Man sieht also deutlich, dass dieses Konzept da noch weiter geht, als wir eigentlich bisher in dem ganzen Elektrizitätswesen verstanden haben. Es gibt aber noch, übrigens, das ist auch nachgebaut worden, da gibt es Leute, die da das nachgebaut haben. Man sieht also da so Leute, die haben ein Buch drüber geschrieben, das Licht der Pharaonen. Und es sind ja noch ganz andere Dinge entdeckt worden da bei den Pharaonen. Erstens einmal hat man Batterien entdeckt, also elektrische Batterien, die ganz chemisch funktionieren, nachweislich. Also haben die mit Licht und Energie und Strom etwas zu tun gehabt. Und man hat auch diese Fanfaren da entdeckt. Das sind die Fanfaren des Tutanchamon. Die sind im Grab vom Tutanchamon entdeckt worden. Das war ja dieser Jahrhundertfund. Und das sind hyperbolische Fanfaren, wie man deutlich sieht. Ja? Und diese komischen Dinger, die haben da vorne so einen eigenartigen Aufsatz. Ja, da ist das so eigenartig irgendwie verwirbelt und so weiter. Und in diese Fanfaren, da haben sie mal reinblasen. Und zwar, wie sie es ausgraben haben in Oberägypten, haben sie da reinblasen, da ist in ganz Oberägypten der Strom ausgefallen. Und dann haben sie später in Kairo noch einmal reinblasen da, dann ist in Kairo der Strom ausgefallen. Für mehrere Stunden war da nichts mehr zu machen. Da war nichts mehr. Da ist keine Maschine. Ja, das weiß man nicht genau, wird wahrscheinlich wohl untersucht sein, ich kann es gar nicht sagen, aber ich glaube, dass das eine relativ komplexe Sache ist. Ich glaube, dass das erstens einmal sehr spezielle Legierungen sein werden, aus denen das gemacht ist, und zweitens wird das nach ganz bestimmten Resonanzreihen vermutlich gebaut sein, dieser hyperbolische Kegel, und wenn man da eine bestimmte Schwingung erzeugt, dann wird in den Obertonreihen vermutlich da eine Verschiebung eintreten, die dazu führt, dass zum Beispiel der freie Elektronenfluss nicht mehr möglich ist, einfach auf einer bestimmten Frequenzebene, weil das direkt die Elektronen irgendwie behindert und die Folge davon ist, dass dann einfach sich da nichts mehr tut. Da ist einfach Funkstille für eine gewisse Zeit lang. Ist es möglich, dass man ganz interessant die Schwerkraft aufheben kann? Bitte? Ist es möglich, dass man mit so etwas vielleicht die Schwerkraft aufheben konnte? Ja, das weiß ich nicht. Aber sicher ist einmal, dass solche Geräte nur von einer Kultur gebaut worden sein können, die erhebliches Wissen über die strukturellen, harmonikalen Zusammenhänge in der Natur gehabt hat und die sich vor allen Dingen mit solchen Kegelformen und Spiralstrukturen auseinandergesetzt hat, weil sonst ist es unmöglich, sowas zu bauen. Außerdem ist das eine relativ mächtige Waffe. Wenn man das im Krieg nämlich einsetzen würde, muss man sich einmal vorstellen, dass da alle elektrischen Geräte ausfallen. Jedes Flugzeug fliegt, das stürzt ab ohne Elektronik. Jeder Panzer, den kann ich vergessen, der steht einfach irgendwo am Feld, weil die Elektronik nicht mehr funktioniert. Die ganzen Lenkwaffen, die kann ich nicht mehr einsetzen, weil die ganze Elektronik nicht mehr funktioniert. Ich brauche nur so einen Trompeterl haben und die stelle mich dorthin auf das Schlachtfeld und blase dort eine und dann steht alles rundherum.
gerade mit Maschinengewehr kann ich nachher rumlaufen. Ja? Aber alle anderen Dinge, die stehen einfach. Nicht? Ja. Erfinden müsste man es. Kaufen kann man es nicht, aber erfinden müsste man es. Nachbauen, ja. Obwohl ich glaube, dass da erhebliche Schwierigkeiten drin sind, das nachzubauen. Ja. Jetzt ist ja das unter Verschluss, glaube ich, in einem Museum. Ja, das ist natürlich in einem Museum. Nicht? Gut, es ist natürlich das große Problem der Ägyptologen, dass die natürlich von Technik nichts verstehen. Nicht? Und die wissen zwar, dass es den Effekt vielleicht gibt, aber die können nichts damit anfangen. Nicht? Genauso wie ja mit den pyramidalen Strukturen auch nichts damit angefangen werden kann. Zum Beispiel haben die Ägypter gewusst, dass sich die Planeten auf Spiralbahnen bewegen. Und da haben sie diese Zeichnungen angefertigt. Da, das ist so eine Zeichnung. Nicht? Und da sind die Planeten einer nach der anderen in Spiralbahnen aufgelistet. Und da gibt es noch so eine eigenartige obere Spirale da, im oberen Bereich. Und man darf sich die berechtigte Frage stellen, ja, was ist denn das für ein komisches Ding da oben? Ja? Die Antwort ist relativ einfach. Man muss die obere Spirale herunterklappen. Dann entsteht eine Doppelspirale, so wie das eine Metallding, was wir da haben. Wo ist dieses Doppelmetallding? Das ist es. Wenn ich diese Spiralen auseinanderklappe, dann kriege ich einmal eine kleine Spirale und einmal eine große Spirale. Und das ist genau das, was da ist. Das ist ein Doppelspiralsystem. Wobei hier angezeigt ist, dass sich die Planeten einmal in die kleine Spirale hineinbewegen und einmal in die große Spirale hinausbewegen. Das heißt, die Planeten auf ihren Bahnen, die schwingen in einem oszillierenden Prozess. Das heißt, das Ganze, die Bahnen werden einmal enger. Und dann werden es wieder weiter, und dann werden es wieder enger, und dann werden es wieder weiter. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass an ganz bestimmten Punkten, dann wenn der maximale Engpunkt erreicht ist, dass dann eine Anregungsenergie da sein muss, damit es wieder auseinander geht. Und wenn es seinen Maximalpunkt erreicht hat, dann steht das eine Zeit lang still und dann zieht sich das wieder zusammen. Das heißt, es kriegt immer einen Impuls, jedes Mal, wenn die Bahn sozusagen zusammenläuft, und wenn der Maximalpunkt erreicht ist, damit es keine Störung gibt, kriegt es einen Knaller. Und dann dehnt sich diese Bahn wieder aus über mehrere Tausende von Jahren und dann zieht sich das wieder zusammen. Und das betrifft natürlich alle Planeten. Und der Knoller, der da reinkommt, das sind die Kometeneinschläge, um die es da geht. Und jeder Planet kriegt immer wieder zu ganz bestimmten Zeiten, in ganz bestimmten Resonanzbereichen, an bestimmten Resonanzpunkten eine Anregungsenergie. Praktisches Beispiel Shoemaker-Levy, was abgestürzt ist auf dem Jupiter. Damit hat der Jupiter in einem bestimmten Bereich eine Anregungsenergie gekriegt. Und genau das, was da mit anderen Planeten passiert, kann natürlich auch mit der Erde passieren. Also das zu den Ägyptern. Die Ägypter haben das schon gewusst und haben das auch gezeichnet. Wenn man zum Beispiel pyramidal gesehen die hyperbolische Struktur der Pyramiden, die hier in einer etwas anderen Form dargestellt ist, nämlich als gleichseitige, vierseitige Pyramide, aber die Grundform läuft auf das hinaus, ja, man hat das dann aufgrund des Chakrenpunktes, auf dem die Pyramide steht, als vierseitige Pyramide dargestellt. Es gibt ja auch dreiseitige Pyramiden, wobei aber die meisten Pyramiden eher vierseitig sind, weil das mit dem Kubus der Gitternetzstrukturen der Erde zusammenhängt. Na, wenn man das überlagert mit Kugelschalen, ja, wenn man das mit Kugelschalen überlagert, dann ergibt sich an den bestimmten Schnittpunkten das da, was wir da drüben sehen. Nämlich Merkur-Umlaufbahn, Venus-Umlaufbahn, Erd-Umlaufbahn, Mars-Umlaufbahn. Asteroidengürtel, Umlaufbahn und so weiter und so weiter. Das ergibt sich aus dem Zusammenklang von Kreisstrukturen, die ja die Quantelung des Kegels mehr oder weniger darstellen und den hyperbolischen Strukturen, die vom Kegel vorgegeben sind. Und das ist das, was die Ägypter offenbar gewusst haben. Die haben also Astronomie festgehalten in der pyramidalen Struktur. Nicht? Und das zeigt uns ganz deutlich, dass sich die ganzen Planeten natürlich auf Spiralbahnen bewegen müssen. Und das ist der springende Punkt. Ich habe einmal eine Zeichnung angefertigt, das schaut dann ungefähr so aus. Nicht? Da sieht man jetzt deutlich, dass ja von Ellipsenbahnen überhaupt keine Rede sein kann. Ja? Und die Notwendigkeit, dass sich zum Beispiel ein Planet, wie zum Beispiel diese Planeten, dass sich die Sonne im Brennpunkt einer in einem Brennpunkt dieser Ellipse eigentlich bewegen muss, ergibt sich überhaupt erst aus der Logik der Spiralbahnen. Warum? Weil ja die Sonnenbahn ebenfalls eine gekrümmte Spiralbahn ist, die um das nächstgrößere Zentrum zirkuliert. Und weil die gekrümmt ist, ist natürlich der Innenraum da gegenüber dem Außenraum hier kleiner. Und weil der kleiner ist, müssen die Spiralbahnen der einzelnen Planeten nach außen hin verschoben werden, weil ja sonst es zu Kollisionen und Störungen im inneren Bereich geht, weil das ja innen zu wenig Platz ist. Dadurch verschiebt sich automatisch die Sonne im Verhältnis zu den Planeten in einen Brennpunkt. Was aber erst aufgrund der Logik der Spiralbahn wirklich zwingend ist, weil ohne Spiralkrümmung
auf der Sonnenbahn, das überhaupt nicht notwendig wäre, weil da könnte die Kreisbahnen haben. Nicht? Da brauche ich das alles nicht. Das nächste ist, dass die Ekliptik, die Lage der einzelnen Planeten zur Sonne, die Ekliptik, das ist die Lage, also wenn da jetzt der Sonnenäquator ist, dann stehen ja die einzelnen Planeten in einer bestimmten Ekliptiklage zur Sonne, dass diese Ekliptik sich auch erst zwingend aus der Spiralbahn ergibt, weil nämlich irgendwann einmal diese Nebenkörper, also diese Planeten in Beziehung zur Sonne, sich aus der Hauptspirale einmal herausentwickelt haben müssen. Ich habe da ein anderes zeichnerisches Schema einmal erstellt, das schaut dann ungefähr so aus, da kriegt man dann schon ein bisschen einen Krampf im Kopf, wenn man sich diese Spiralen genauer anschaut da. Aber da sieht man deutlich, da haben wir versucht zu zeigen, wie aus einer Hauptspiralachse, das ist also diese Spiralachse da in der Mitte, die da läuft, sich diese Nebenspiralen herausentwickelt haben im Sinne einer Abzweigung. Ja. Man sieht deutlich, dass dieser Strahl irgendwann einmal da herausgekommen ist. Der hat sich dann da herumgewunden und dann je weiter er sich entwickelt, desto stärker ändert sich das Krümmungsmaß bezogen auf die Hauptspirale. Man sieht, dass da der Winkel null ist. Und dann je weiter ich da noch fortschreite, da wird der Winkel dann schon steiler da. Ja. Und dann da zum Beispiel ist der Winkel schon sehr steil. Ja. Das heißt, dass die Lage der Ekliptik hat natürlich etwas damit zu tun, wann der Körper aus dem Hauptspiralsystem abgezweigt ist. Das ist der springende Punkt. Also mit anderen Worten, die Ekliptik gibt Auskunft darüber, über das Alter der Planeten in Beziehung zum Hauptkörper. Noch was, wenn man die Spirallogik im Sinne der Dichtigkeit, weil ja die Spirale nach innen hin ja immer dichter wird, nicht anwendet, kann man nicht erklären, warum Planeten, die zum Beispiel mehr im äußeren Bereich sind, warum die weniger dicht sind als Planeten, die weiter innen zirkulieren. Die Planeten, die weiter innen zirkulieren, sind dichter. Ja? Warum? Weil sie sich auf einer stärker gekrümmten Bahn bewegen und auf stärker gekrümmten Bahnen automatisch dichtere Körper sich bewegen müssen, währenddessen gasförmige Körper natürlich auf Bahnen zirkulieren, die möglichst flacher sind. Woraus sich auch ergibt, dass die Sonne natürlich der größte Planet ist, weil die Spiralbahn der Sonne natürlich den flachsten Winkel hat. Daraus ergibt sich auch das Abstrahlungspotenzial. Gasförmige Planeten haben zum Beispiel ein wesentlich größeres Abstrahlungspotenzial, weil die Geschwindigkeit ihres Energieaustausches viel größer ist. Daher werden die relativ große Lichtmengen abstrahlen, wenn dessen Körper, die sehr dicht sind, fast keine Lichtmengen abstrahlen. Und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge von Dingen lassen sich da überhaupt erst aufgrund dieser Spiralbahnen erklären. Und jetzt kann man natürlich deutlich sehen, wenn man so eine Spiralbahn einmal anschaut von einem Planeten, dass die natürlich oszillieren muss, weil sie verläuft ja vom Krümmungsmaß immer steiler bis zu einem gewissen Punkt. Wenn der Planet aber seine Geschwindigkeit nicht ändert und seine Masse nicht verändert, also seine Dichtigkeit nicht verändert, also die Dichte, um die geht es da, oder seine Umlaufbahn nicht korrigiert, dann fliegt er irgendwann einmal raus. Ja? Das heißt, es gibt sogenannte Resonanzpunkte. Wenn also diese Spiralisierung immer weiter schreitet, wo das nicht mehr weitergeht, wenn das nicht umgekehrt wird. Und diese Umkehrung erfolgt dann wieder in einer Dehnung. Das dehnt sich also wieder auseinander und geht dann wieder zusammen und dehnt sich wieder auseinander. Das heißt, jede Umlaufbahn von einem Planeten atmet, genauso wie jeder Organismus atmet und wie überhaupt in der Natur alles oszilliert oder vibriert. Vibrieren auch die Umlaufbahnen. Aber um etwas zur Vibration zu bringen, muss immer ein Energieinput kommen. Und das Ganze läuft also ab wie bei den Atomen, wo auch die Elektronen immer wieder angeregt werden. Nicht? Wir haben also da den Atomkern, so wird das immer dargestellt, und da schwirren also die Elektronen da rundherum. Ja? Und wenn wir da so ein Elektron haben, eigentlich schwirrt das gar nicht so rundherum, sondern dieses Elektron bewegt sich auf einer Spiralbahn nach innen. Ja? Erreicht einen Maximalzustand und wird jetzt durch ein Photon, das ist ein noch kleineres Teilchen, von außen angeregt. Ja, kriegt eine Anregung und jetzt bewegt sich das wieder auf einer Spiralbahn nach außen. Springt also in die Schale nach oben und dann bewegt sich das wieder auf einer Spiralbahn nach innen und dann kommt wieder die nächste Anregung von außen durch das Photon. So schaut das nämlich aus. Es ist nicht so, dass die hin und her springen die ganze Zeit. Das schaut zwar so aus, als ob sie das tun würden, aber in Wirklichkeit bewegen sie sich nach außen durch die Anregungsenergie und dann bewegen sie sich wieder nach innen, wenn die Anregungsenergie verloren gegangen ist. Auf diese Art und Weise schwingt sozusagen das Elektron hin und her und das ist eine stehende Welle im Sinne dieser Doppelspiralbewegungen und so weiter und so weiter. Nicht? Und diese Anregungsenergie, die da durch die Photonen und durch das Licht kommt,
muss also von außen passieren. Und das passiert auch bei Planeten von außen, und zwar immer in quantisierter Form bei ganz bestimmten Resonanzpunkten. Und jetzt ist eben der springende Punkt, wann ist so ein Punkt erreicht? Und damit haben die Kalender der Ägypter und der Mayas und so weiter sehr viel zu tun, weil die nämlich mit ihren Kalendern festgelegt haben, wann ist das System so eingeklinkt in den Kosmos, dass jetzt ein neuer Zyklus beginnt, der die Frequenzen und so weiter auf diesem Planeten verschiebt. Also spielen die Kalender eine ganz deutliche und wesentliche Rolle, weil sie uns darauf aufmerksam machen, in welchem Resonanzzyklus sind wir jetzt. Und genauso wie hier eine Spinumkehr passieren kann, kann beim Planeten eine Spinumkehr passieren. Weil wenn nämlich zum Beispiel das Elektron, das bewegt sich da auf seiner Kreisbahn, aber gleichzeitig dreht sich das um die eigene Achse. Das nennt man den Spin. Und der Spin, der zeigt entweder nach oben oder nach unten, weil wir oben entweder den Nordpol haben und unten den Südpol. Und wenn jetzt so eine Anregung kommt, dann kann es passieren, dass das eine Spinumkehr gibt, dann dreht sich das einfach um, ja, und dann zeigt der Spin plötzlich nach unten. Das kennt man ja aus der Physik und aus der Chemie und überall. Und genau dasselbe, das kann auch auf planetarer Ebene passieren, dass wenn da ein Komet einzischt, dass sich dann, weil der ja nie in der Hauptachse im Äquator einschlägt, sondern immer verschoben zum Äquator, dass sich dann die Achse des Körpers dreht und das kippt dann, und das rastet dann in der Bahn, in der das Ganze geführt wird, dann wieder ein, wenn die Verhältnisse stabil sind. Und die Achse, die muss gemäß der vorgegebenen Bahn, in der das sozusagen geführt wird, einrasten, weil es gibt nur bestimmte Möglichkeiten. Es gibt also so eine Querlage, gibt's nicht. Es gibt nur die obere oder die untere Möglichkeit. Nicht? Weil ja das zum Feld der Sonne in einem bestimmten Winkel stehen muss, dass es stabil ist. Nicht? Und wenn die Kraft nicht mehr ausreicht, noch weiter zu kippen, dann pendelt sich das genau im Verhältnis zu dem Sonnenwind dann entsprechend ein und bleibt dann in dieser Achse dann entsprechend stehen. Und die Energie, die dabei sozusagen auf den Planeten drauf projiziert wird, die führt dazu, dass sich dann dieser Planet wieder auf der Spiralbahn mehr oder weniger nach außen zirkuliert in mehreren tausend Jahren und dann geht das Ganze wieder nach innen. Nicht? Und dieser Zyklus ist der Atmungszyklus eines Planeten. Und der verläuft halt über mehrere Tausende oder Zehntausende oder Hunderttausende von Jahren. Das kommt dann immer sehr darauf an, um welchen Planeten und um welches Sonnensystem es sich dabei handelt. Ist es bekannt, in welchem Zyklus wir jetzt sind, der zu Ende geht, im Inneren oder wieder hinaus bewegen? Ja, es geht jetzt hinaus, logischerweise. Ja. Das heißt, wir sind am Endpunkt. Wir sind am Endpunkt, ja. Weil wir haben uns in die Materie hineinprojiziert. Ja. Wir sind also bis zum Maximalpunkt der in die Materie hineinprojizierten Energie gekommen. Wir haben also den Zenit, wir erreichen jetzt den Zenit der patriarchalen Struktur sozusagen. Der wird jetzt erreicht, nicht? Und der ortet natürlich in wüster Zerstörung aus auf dem Planeten, nicht? Das ist ja das, was da läuft. Wieso haben wir denn so viele Kriege? Wieso spielt sich das denn so katastrophal ab? Wer zettelt Kriege an? Die Frauen haben noch keinen Krieg anzettelt. Das sind immer die Männer gewesen, die das anzettelt haben. Und wenn irgendwas zerstört wird, analysiert wird in dem Sinne, ja, zu Tode analysiert wird, also wenn wir unsere Pfeile da reinschießen in die Materie, dann sind es also männliche Energien und die erreichen jetzt ihr Maximum und jetzt ist dann der Umkehrpunkt erreicht, jetzt ist Ende der Fahnenstange. Nicht? Und jetzt geht das Ganze wieder nach außen, jetzt darf das wieder nach außen gehen. Jetzt kommt der weibliche Zyklus, der also sozusagen die Energie von außen dann versucht aufzunehmen, aber selbst kontrolliert. Also die Kontrolle wird vom weiblichen Pol ausgeübt und nicht vom männlichen. Decken sich der ägyptische und der Maya-Kalender? Naja, so direkt hat man das nicht herausgefunden, aber was man herausgefunden hat, das ist eben das, dass da bisher einige Fehlinterpretationen vorgenommen worden sind. Nämlich, man hat ursprünglich gedacht, dass diese Luftschächte, die wir da haben, da gibt es also die Königskammer in der Cheops-Pyramide und da ist die Königinnenkammer und da gibt es also so Schächte, die da so rausgehen, ja, von diesen Kammern. Ja. Das waren ursprünglich, hat man gedacht, das sind Belüftungsschächte, die da für diese Kammern dienen, weil da irgendwie die Pharaonen drinnen waren. Ja, aber man ist jetzt drauf gekommen, nachdem, die sind sehr klein, die Schächte, da kann man nicht hineinsteigen, weil die ja so eine kleine Quadratur haben. Jetzt hat man so einen Roboter bauen müssen, die waren ziemlich verdreckt, diese Schächte, und hat da das einmal freigeschaufelt mit dem Roboter. Und die ist dann drauf gekommen, dass da am Ende so gewisse Kammern sind, zumindest an einer ist eine Kammer, und diese Kammer, die möchte man jetzt gerne öffnen. Die kann man aber leider nicht öffnen, weil die Ägyptologen mittlerweile Nein gesagt haben. Die wollen das nicht öffnen, weil sie da Angst haben, dass da irgendwas zutage gefördert wird, was da ihnen nicht ganz geheuer ist. Und andere Schächte von der Königinnenkammer, die hat man freigelegt und hat das einmal genau vermessen und ist da drauf gekommen, dass die zu bestimmten Sternen zeigen, und zwar insbesondere zum Sirius und zum Orion. Ja? Und jetzt muss man wissen, dass es ja eine Milchstraße in unserer Galaxis gibt.
wir sind ja auch in einer Spiralgalaxis, nicht? So eine Spiralgalaxis, die schaut ungefähr so aus, vom Querschnitt her. Und von oben gesehen sind da halt so die Arme, die da so halt verlaufen. Und es gibt da überall bestimmte Sternengruppen, nicht? Bestimmte Sternengruppen, die da überall verteilt sind. Und innerhalb unserer Galaxis, da gibt es also auch so ein Band, das ist sehr wahrscheinlich ein entsprechender Spiralarm. Und dieser Spiralarm, das ist eine besonders dichte Ansammlung von Sternen. Und das ist die Milchstraße, die sich da als Band über den Himmel zieht. Und diese Milchstraße, das ist natürlich, wenn man eine Spirale anschaut, ist es so, dass ja eine Spirale von einem dichten Pol zu einem weniger dichten Pol an der Peripherie führt. Wobei, wenn wir jetzt einmal nur diesen einen Arm herausnehmen und das einmal einzeln so betrachten, wenn wir jetzt einmal nur so einen Arm hernehmen, ja, dann schaut es so aus, dass ja da am Ende dann entsprechende Ausfranzungen erfolgen. Nicht? Das ist also dann der Ausstieg von dem ganzen System. Und da ist der andere Ausstieg, wobei diese den dritten, das ist wie beim Baum oder bei einer Pflanze oder bei einer Wurzel, nicht? Oder bei den Nerven schaut es auch so aus, da gibt es also da die Synapsen und da gibt es die Dendriten, nicht? Da ist also dann in etwa der Zellkern und da hinten ist also dann der Synapsenteil und das ist also mehr oder weniger dieser Spiralarm, das ist wie beim Baum, nicht? Und da werden halt die Wurzeln, in dem Fall haben wir gerade verkehrt gezeichnet, und unten werden halt die Äste. Das ist die Peripherie von der Galaxis, das ist das Zentrum und das ist die Milchstraße, die da läuft. Also, und da ist der Sirius angesiedelt, ja, und da ist der Orion angesiedelt. Man sieht also deutlich, dass diese beiden Systeme etwas damit zu tun haben, dass sie den Einstieg in eine Art Transferschiene ermöglichen, über die man reisen kann. Sprich, das ist die Milchstraße. Das heißt, die Milchstraße ist eine Art Kanal, die dazu dient, um hier sozusagen Frequenzverschiebungen innerhalb unserer Galaxis vorzunehmen, wobei man hier von Peripherie zu Zentrum reisen kann. Und deswegen sind diese beiden Sternengruppen so wichtig. Und deswegen haben sich die Ägypter um diese beiden Sternengruppen so mächtig gekümmert, weil die als Einstieg und Ausstieg für galaktische Reisen notwendig sind. Ja? Und ich da ad hoc eine Frage stellen, wo wäre da jetzt die Erde in dem System? Ja, das. Weil es ist ja so, dass der Orion und der Sirius, die sind, wenn man schaut, ziemlich nah beieinander. Ja, die Erde ist, weiß jetzt nicht genau, wo die von der Position ist, aber wir sind vom Spiralarm ungefähr im zweiten Drittel im äußeren Bereich. Also wenn du jetzt die Galaxis einmal hernimmst, so, sind wir im zweiten Drittel außen ungefähr, sind wir da angesiedelt. Und diese Positionen von Sirius, Orion, Plejaden und so weiter, gibt es verschiedene Sternengruppen, die haben also etwas mit der Milchstraße zu tun. Und die Ägypter haben Folgendes gemacht, die haben die Pyramiden entlang der so angeordnet, wie die Sternengruppen angeordnet sind im Verhältnis zur Milchstraße. Ja? Übrigens muss man die Nähe, man muss schauen, ob man das in der Längsachse sieht, die Nähe von den Sternen und in der Querachse, weil das kann von der Querachse sehr weit verschoben sein, in der Längsachse kann es aber sehr nahe sein, sagen wir es nicht. Das ist also, der Schnitt ist schon wesentlich, das muss man schon beachten. Und zwar haben die das so gebaut, da ist eben der Robert Bouval draufgekommen, dass die Pyramiden nach dem Orion-System gebaut sind. Und zwar, da sind die drei Hauptpyramiden, die also praktisch direkt mit den Orion-Sternen 1:1 übersetzt werden können. Das schaut dann so aus, dass wir da links haben wir die Pyramiden von Gizeh und rechts haben wir die Orion-Sterne. Und das ist 1:1 gebaut worden. Und zwar ist das der Stern, das entspricht dem Stern und das entspricht dem Stern, wobei die Leuchtkraft der Größe der Pyramide entspricht und die Position auch genau dem entspricht vom Winkel her, wobei dann der letzte Stern etwas nach links verschoben ist, was also dem entspricht, dass diese Pyramide dann auch nach links verschoben ist. Das ist natürlich schon sehr interessant, nicht? Weil warum sollten die Ägypter sowas machen? Und dann haben sie noch was gemacht, sie haben nämlich die Position der Pyramiden so angeordnet, übrigens gibt es dann noch ein paar andere Pyramiden, die es da auch noch eingebaut haben in das ganze System, die dann den weiteren Sternen entsprechen, dass der Nil der Milchstraße dabei entspricht. Das heißt, sie haben eine Analogie zwischen Milchstraße und Nil hergestellt. Man darf sich die berechtigte Frage stellen, warum sie das gemacht haben. Es ist offensichtlich so, dass auf höherdimensionaler Ebene diese Milchstraße, die eine größere Gruppe von Sternen ist, tatsächlich ein fließender Strom ist im Sinne dieser Spiralstruktur, weil er auf einer höherdimensionalen Ebene eine bestimmte Bedeutung in diesem Bereich hat. Und das heißt, dort passieren die Dinge zuerst, weil sie fließen dort zuerst und dann fließt die Energie irgendwann einmal bei uns herein.
Und sie fließt dann bei uns herein, wenn wir in bestimmte Resonanzpunkte eingeklinkt sind. Nicht? Es ist ja auch so, dass zum Beispiel, wenn man jetzt also Sonnensysteme nochmal aufzeichnet, drehen wir das jetzt nochmal, zum Beispiel, wenn man diese Spiralstrukturen da einmal so ein bisschen aufzeichnet, dann ist es ja offensichtlich so, naja, machen wir es lieber so mit diesen Spiralarmen, dass diese Spiralarme, die in einer Galaxis immer vorhanden sind, unterschiedliche dichte Ansammlungen von Sternen sind, wobei es dann dazwischen Zwischenräume gibt. Und die Untersysteme, wie zum Beispiel ein Sonnensystem mit seinen Planeten, das wandert ja nicht notwendigerweise immer auf seinem Träger drauf, sondern das kann auch zum Teil in einem bestimmten Winkel quer durchwandern. Wir haben ja gestern gesehen, dass ja zum Beispiel die gegenläufige Energie diese Energie ist, dass die da so wie ein Meanderband zum Beispiel so sich nach außen schlängelt. Das heißt, es gibt bestimmte Kreuzungsmöglichkeiten, wie man da durch die Spirale durchläuft. Und wenn zum Beispiel so ein System mit Planeten jetzt da in so einen Spiralstrahl hineinkommt, dann bedeutet das energetisch, dass dieser Planet logischerweise in oder das ganze System in irgendeiner Weise von diesem Energiestrahl erfasst wird. Das ist so ähnlich wie bei den Elektronen, wo das jetzt plötzlich von diesem Photonenstrahl erfasst wird und dann in einen anderen Anregungszustand gehoben wird. Das bedeutet auch, dass dieses ganze System plötzlich in einen anderen Anregungszustand gehoben wird und dann wieder, wenn das aus dem Strahl wieder herauskommt, wieder herunterfällt auf die alte Position. Das sind also diese Dinge, die da mit dem Photonenring und so weiter zu tun haben. Das ist im Wesentlichen eine Anregung von so einem ganzen System. Und dadurch kann sich die Position eines Sonnensystems bezogen auf die Sternengruppen erheblich verändern innerhalb einer bestimmten Zeit. Weil das kann zu einer regelrechten Verschiebung des ganzen Sonnensystems innerhalb dieser Energieanregung führen, bis der wieder in eine fixe Position kommt, wo er sicher ist und da bleibt er eine Zeit lang und dann kommt er wieder herunter. Nicht? Also da gibt es die Behauptungen von verschiedenen amerikanischen Medien, die da sagen, dass wir nach der Jahrtausendwende in den Photonengürtel eintreten werden, was im Wesentlichen so eine Spiralarmstruktur ist, die energetisch auf das ganze Sonnensystem einwirkt. Dadurch kommt es zu einer Anregung des Sonnensystems. Das Sonnensystem muss wandert also richtig räumlich von der Position, und zwar in die Nähe des Sirius. Das ist zumindest die Behauptung, von der da die Rede ist. Und diese Wanderung dauert in dem Fall ungefähr 20 Jahre. Und während dieser Wanderung, während dieser 20 Jahre, funktioniert einmal vorläufig auf der elektrischen Ebene ziemlich nichts, weil die Photonenanregungsenergie so extrem ist, dass wir da komplett eingenebelt sind von dieser Photonenenergie. Und erst dann, wenn wir den Punkt erreicht haben, den Maximalpunkt, reißt es wieder ab. Und wir bleiben dann in diesem Zustand so lang, bis wir den Strahl wieder verlassen, sozusagen. Das läuft dann ungefähr 2000 Jahre. Und nach 2000 Jahren geht das wieder runter und wir kommen wieder in die untere Anregungsphase. Das bedeutet, dass also, wenn das wirklich passiert, so wie das dort beschrieben wird, erhebliche Umstrukturierungen auf dem Planeten vor sich gehen werden, also die wir uns gar nicht in unserer Fantasie nicht einmal vorstellen können. Und die dauern halt einmal mindestens 20, 30 Jahre. Und bevor das passiert, gehe ich wohl sehr davon aus, dass es einmal zu einer allgemeinen Trennung der Energien auf diesem Planeten kommt. Ja? Das heißt, dass nur die in diese Anregung überhaupt hineingenommen werden, die dann energetisch dem Muster auch zugeordnet sind. Das heißt, dass einmal alles andere einmal weggefegt wird von den Planeten, und das passiert halt im Sinne eines Polsprungs. Das heißt, das, was da vor der Jahrtausendwende noch alles passiert, das ist also alles das, was vor diesem Eintritt in den Photonengürtel noch passiert. Sieht man den Photonengürtel? Das wird man sicher sehen dann, ja. Ich gehe also sehr davon aus, dass man das schon mitkriegt, ja. Ja, also jetzt sieht man das. Ja, jetzt sieht man noch nichts da, ne? Ja. Also das haben wir jetzt noch zu den pyramidalen Strukturen, was wir da jetzt so gesehen haben. Die Pyramiden sind natürlich, wie könnte es anders sein, auch sehr eng vernetzt mit unserer alten Spiralstruktur. Man sieht also, dass da, wenn man die Sphinx im Verhältnis zu den drei Pyramiden setzt, ja, wobei die Sphinx in dem Zentrum von diesem Quadrat da drinnen ist, dann ergibt sich da eine wunderschöne Spirale, nicht? Die den Gesetzmäßigkeiten von E und B folgt, dem Verhältnis von E und B. Das Verhältnis von E und B ist ein interessantes Verhältnis, und ich habe einmal den Verdacht geäußert, dass das Ganze nämlich so ist, wo die Zahl E im Grunde hingehört, dass wir ja im Grunde genommen, wir haben eine hyperbolische Struktur, das ist einmal die hyperbolische Struktur, die entspricht dem männlichen Prinzip,
Und wir haben die Kreisstruktur, die entspricht dem femininen Prinzip, die ist also gequantelt. Das ist die Bifunktion, das ist die hyperbolische Funktion. So, bolische Funktion. Das ist die hyperbolische Funktion und es gibt eine Auslaufzone zwischen hyperbolischer Funktion und Bifunktion, weil ich muss ja eine Verbindung herstellen, ich kriege ja eine Eiform. Und diese Auslauffunktion wird wohl sehr wahrscheinlich die E-Funktion oder die logarithmische Funktion als Umkehrfunktion sein. Womit eigentlich folgende Beziehung hergestellt wird, dass eigentlich der springende Punkt in der Wirklichkeit über die E-Funktion läuft, weil sie zwischen der hyperbolischen Funktion und der, also das ist also die Plus- und das ist die Minusfunktion, hin und her vermittelt. Sie reguliert irgendwie die Auslaufzonen. Und als solche ist das Verhältnis zwischen Bi und E, beziehungsweise das Verhältnis zwischen E und den hyperbolischen Funktionen von fundamentaler Bedeutung in der Natur. Nicht? Und das ist der Grund, warum wahrscheinlich in diesen ganzen pyramidalen Strukturen immer wieder das Verhältnis zwischen E und B als zentrales Beziehungsverhältnis herausgearbeitet wird. Nicht? Naja, jetzt gibt es da den Richard Hoagland, der ja entdeckt hat, dass es ja nicht nur bei uns Pyramiden gibt, sondern dass es auch noch eine Sphinx auf dem Mars gibt. Ja? Und das ist nämlich das Marsgesicht, von dem da immer die Rede ist. Und der hat eben gezeigt, dass das nicht einfach nur ein Marsgesicht ist, da sieht man es. Das ist diese Struktur auf dem Mars da. Das ist ein Gesicht, das nach oben schaut, das ziemlich groß ist. Und wenn man dieses Gesicht näher analysiert mit dem Computer, dann stellt man fest, dass das eine Überlagerung von einem Affengesicht mit einem Löwengesicht ist. Und genau dasselbe kann man mit der Sphinx machen, wenn man nämlich da noch berücksichtigt, dass die Sphinx ja auch einen Bart gehabt hat. Das ist ja keine weibliche Form, sondern ist übrigens eine männliche Form, ganz nebenbei. Ist es vollkommen identisch von der Grundstruktur her, vom Grundmuster. Und wie könnte es anders sein? In der Nähe von der Sphinx gibt es auch Pyramiden, die sitzen da hinten da, in dem Bereich. Und der Richard Hoagland, der hat das vermessen und hat sich das einmal genauer angeschaut und da kommen wieder diese Beziehungsstrukturen heraus. Da kommen also alles diese E-B-Verhältnisse heraus, interessanterweise, die also ganz genau mit den pyramidalen Strukturen in Ägypten zusammenpassen. Wobei er diese fünfseitige Pyramide da noch einmal genauer sich angeschaut hat vom Winkel und da hat er also das alles herausgerechnet und er kommt dann drauf, dass diese Strukturen, die da auf dem Mars sind, noch woanders abgebildet sind, nämlich nicht nur in Ägypten, sondern in England. Man sieht nämlich da, wenn man diese ganzen Vermessungen macht, dass da noch so ein eigenartiger Steinkreis da oben zu sehen ist mit zwei Durchtritten. Da sind zwei Löcher, das sind zwei so Halbkreise. Und da unten ist noch so ein eigenartiger Hügel. Und das passt ganz genau nach England, weil da gibt es nämlich das auch. Da gibt es nämlich den Silvery Hill. Das ist der Hügel da unten da. Und da hinten gibt es diesen Steinkreis von Avebury. Und dieser Steinkreis ist vom Winkel her genau so angeordnet, dass die beiden Durchtritte genau so stehen, wie sie am Mars oben stehen, aber ganz hundertprozentig. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was hat der Mars mit uns zu tun? Offensichtlich ist es so, dass es da oben Zivilisationen gegeben hat. Da sieht man das noch besser. Das ist jetzt die Darstellung auf dem Mars da. Dass da eine Mathematik in den Pyramiden festgelegt ist und auch in den Marspyramiden und auch in dieser englischen Anlage festgelegt ist, in Avebury, die etwas Fundamentales über die Zusammenhänge, über die energetischen Zusammenhänge zwischen der maskulinen Energie und der femininen Energie darstellt. Was man ja auch an den Pyramiden sieht, dass durch die Kreisüberlagerung der Pyramiden dann diese Umlaufbahnen der Planeten da herauskommen. Und der hat halt seine Studien da weitergetrieben und ist dann draufgekommen, dass es da einen wichtigen Winkel gibt, nämlich den Winkel, der da mit 19,5 angegeben ist. Der kommt da vorne in dieser Pyramide noch einmal vor. Und 19,5 ist der Winkel, der entsteht, wenn man ein Tetraeder mit einem Kreis kombiniert, und zwar jetzt im Breitengrad. Und zwar ist es nämlich so, dass wenn man da ein Tetraeder einer Kugel einschreibt, dann kommen die Spitzen dieses Tetraeder bei 19,5 Grad Breite heraus. Und jetzt hat er sich das angeschaut, ob das irgendwie auf die Planeten bezogen eine gewisse Wichtigkeit hat. Und das tut es tatsächlich. Es kommt nämlich dann heraus, wenn man so ein Tetraeder in die Planeten einschreibt. Das hat er da gemacht. Man sieht also da den Mars, das ist die Erde, das ist der Neptun, das ist der Jupiter. Wenn man dem Jupiter so ein Tetraeder einschreibt, dann kommt die Spitze dieses Tetraeders bei 19,5 Grad heraus. Und was ist da? Da ist der große rote Wirbel beim Jupiter. Und nicht nur beim Jupiter, auch beim Neptun ist der große Wirbel beim Neptun.
Und nicht nur da, sondern auch auf der Erde, weil das eine kommt nämlich, wenn das einmal in der richtigen Drehlage ist, kommt die eine Spitze, die kommt in Indien raus und die wird auch in der vedischen Literatur beschrieben, weil es heißt nämlich dort, dass die Achse des Universums durch Naimisharanya durchgeht und das ist ein ganz bestimmter Ort in Indien und da geht es durch. Und der zweite Punkt kommt beim Bermuda-Dreieck heraus, ja, und der dritte Punkt, der kommt im Pazifik heraus. Und genau an diesen beiden Punkten, nämlich am Pazifikpunkt in der Nähe von Hawaii und im Bermuda-Dreieck, das sind die großen Wetterwirbelbewegungen auf der Erde. Genau dort, interessanterweise. Übrigens gibt es da auch einer der größten Vulkane auf der Erde, der nämlich in Hawaii, nämlich genau an dem Punkt auch noch herauskommt. Und dasselbe auf dem Mars. Am Mars, das sieht man da jetzt leider so schlecht, weil das blendet ein bisschen arg da. Kann man das mal kurz ausstecken, das Licht? Nur kurz, vielleicht sehen wir da mehr. Ja, nicht viel, nutzt nichts. Ja, ist egal. Am Mars ist es so, dass die eine Spitze, die kommt beim Mons Olympus heraus, das ist der größte Schildvulkan im Sonnensystem. Und genau an dem Punkt ist 19,5 Grad. Übrigens, diese eine Tetraederspitze von dem Mars-Tetraeder liegt genau 19,5 Grad von der Sidonia-Region entfernt, wo dieses Marsgesicht angelegt ist. Mit der Pyramide, nämlich ganz genau 19,5 Grad. Und noch was, auch die Sonnenflecken auf der Sonne treten bei 19,5 Grad auf. Also das heißt, wenn man das zusammenfasst, dass es hier eine fundamentale Beziehung zwischen dieser Tetraederstruktur und dieser gequantelten Kreisstruktur ergibt und das Zusammenspiel der Kreisstrukturen mit dieser Tetraederstruktur ergibt uns die grundlegenden Chakrenpunkte auf der Erde. Womit wir eigentlich wieder bei dem da sind? Da sind wir wieder. Das heißt, wir haben da ein Tetraeder. Ja, aber dann sieht man nichts mehr oben, es ist zu dunkel. Es ist zu viel überblendet, ihr habt die Lampen schon wieder zu weit her drin da. Ja, ich kann euch nicht helfen, es hilft nichts. Ein bisschen wegdrehen, dann geht es leichter, ja. So. Dass wir im Grunde genommen diese Ringe da, die stellen im Großen und Ganzen die Kugelstrukturen dar, die planetarerweise sich mit dieser Tetraederstruktur, die die drei Grundkräfte mit dem vierten Chakrenpunkt am Pol eigentlich symbolisiert darstellen und an diesen Punkten treten drei unterschiedliche Kraftwirkungen auf. Womit man den nächsten Schluss ziehen kann, nachdem wir ja da die magnetische Kraft haben, da haben wir die plasmatische Kraft und da haben wir die elektrische Kraft, dass das diesen drei Chakrenpunkten entsprechend zuzuordnen wäre. Nicht? Wenn wir das auf den Planeten übertragen, ist es ja dann so, dass wir dann diese Chakrenpunkte so haben, dass wir da oben den einen Luftchakrapunkt haben und da unten die anderen drei Chakrenpunkte entsprechen jeweils einem den magnetischen Punkt, einem den levitativen Punkt oder den plasmatischen Feuerpunkt und das dritte dem elektrischen Wasserpunkt. Und dass die Logik sagt, dass das etwas mit der Landmassenverteilung auf dem Planeten zu tun haben muss, dass dort, wo die größte Landmasse vorhanden ist, logischerweise, weil das der größten Dichtigkeit entspricht, der magnetische Pol zuzuordnen ist. Und der geht jetzt einmal genau durch die Eurasische Platte und das ist natürlich in Indien, also liegt dort der magnetische Pol. Der zweite Pol, der dem Wasserpol zugeordnet ist, wird natürlich entsprechend im Wasser liegen, und zwar im Pazifik, der liegt in der Nähe von Hawaii, das ist der Wasserpol. Und der dritte Pol, der natürlich dem Feuer zugeordnet ist, der entspricht dann der zweitgrößten Landmasse, der auch wieder maskulin polarisiert ist, und das ist der nord-südamerikanische Kontinent, und der liegt dann genau im Bermuda-Dreieck. Und deswegen ist es kein Zufall, dass die guten Inkas und die Azteken die Sonnenkultur auf Yucatan eingeführt haben, weil dort der Plasmapol liegt, konsequenterweise. Und es ist auch kein Zufall, dass die Sonnenenergie oder der Sonnenpol der momentan regierende Pol auf diesem Planeten ist, weil nämlich die momentane Machtverteilung unseres Planeten sich um dieses Chakra gruppiert. Nordamerika, Europa und so weiter. Das ist also mehr oder weniger die Welt der Technologen, die über die Sonnenenergie die Welt kontrollieren und manipulieren, weil nämlich die Sonnenenergie ist die Shakti von der Sonne, das ist eine feminine Energie, und diese Sonnenenergie liegt ja vom Spektrum her zwischen blauen und roten Pol, ja? Kommt also da über die Sonnenenergie herunter, und diese gelbe Energie wird dann
in materialisierter Form zu Gold. Das wird in Gold umgewandelt und diese Goldenergie ist das manipulative Mittel, um das Geldwesen zu beherrschen, weil nämlich der Rückfluss und Hinfluss der Sonnenenergie sozusagen über das Gold gesteuert wird, über die Feinverteilung der Goldmassen, die auf dem Planeten sozusagen überall vorhanden sein sollen. Und wenn ich Gold akkumuliere und herausziehe aus dem Planeten, kriege ich langsam aber sicher eine Kontrolle über die Sonnenenergie-Rückströmungen, die von der Sonne her und zurückfließen. Also mit anderen Worten, ich kann das Karma des Planeten global beeinflussen und das läuft über den Sonnenpol, weshalb die momentane Machtkonzentration im Bermuda-Dreieck liegt. Dort liegt es eigentlich. Und jetzt kommt es aber zu einer Umpolung des Planeten, weil Polsprung, Nord-Süd wird vertauscht und das führt natürlich auch dazu, dass die Chakrenenergie jetzt nicht hauptsächlich über den Sonnenpol hereinfließt, sondern auf einen anderen Pol verschoben wird. Nachdem wir in einen femininen Zyklus eintreten, kann man sich schon vorstellen, wohin die Machtverteilung verschoben wird, in den Pazifik. Und das steht ja schon an. Wen wundert's? Im Pazifik haben wir die Konzentration der femininen Völker. Die Chinesen und die ganzen Leute, die da in Indonesien und so weiter leben. Zum Teil sind sogar die Australier davon beeinflusst. Man sieht deutlich, dass diese Völker, die dort gruppiert sind, einen wesentlich feminineren Charakter zukommen als bei uns da. Und das ist kein Zufall, weil das auf den Einfluss dieses Chakras zurückzuführen ist. Insbesondere, wenn es dann Südsee und so weiter, sieht man es ja ganz besonders deutlich. Nicht? Dann Hawaii dort sieht man es ganz besonders deutlich, dass dort die feminine Energie den Haupteinfluss hat. Die hat aber momentan keine Machtstärkung gehabt, weil wir nicht in dem Energiestrahl drinnen sind, sprich Photonengürtel. Und sobald wir da aber hineinkommen oder eintreten, wird diese Energie enorm gestärkt, was dazu führt, dass es einen Machtwechsel von dem Bermuda-Dreieck in Richtung Pazifik-Chakra geben wird. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass dieser Verlauf vom Nord nach Süd und vom West nach Ost geht und sich entsprechend politisch auch entladen wird. Nicht? Und da kann man dann seine Schachfiguren jetzt auf dem Planeten aufstellen und einmal schauen, welche Länder als erstes in das ganze Szenario hineingezogen wird und. Nachdem die Nord-Süd-Polarität stärker ist als die West-Ost-Polarität, muss es zuerst eine Nord-Süd-Polarität-Entladung geben, logischerweise, wenn es einen Ausgleich von der Energie geben wird. Das heißt, dass die südlichen Länder zuerst einmal mit den nördlichen in den Clinch treten werden. Und das ist die nostradamische Geschichte vom europäisch-arabischen Krieg, der aber nur als Initiation zu sehen ist zwischen dem Machtausgleich zwischen West und Ost. Wobei dieser Machtausgleich zunächst einmal vom Westen langsam Richtung Osten verlaufen muss. Weshalb auch sukzessive die Länder dann in dieses Kriegsgeschehen hineingezogen werden, angefangen mit Frankreich, England, Deutschland, wo natürlich der Hauptpunkt dieser Sache ausgetragen wird, dann Russland in der weiteren sukzessiven Folge und schließlich nach China. Nicht? Wobei China aber nur mehr als Ausläufer dieses ganzen Geschehens gesehen werden muss, weil die da nicht wirklich involviert sind, weil dort der Machteinfluss sozusagen sich ausbreitet, woraus man den Schluss ziehen kann, dass natürlich die Chinesen einen gewissen Landgewinn auf Kosten der Russen betreiben werden, und zwar ziemlich gegen Ende dieser militärischen Auseinandersetzung, weil ja die eigentlichen Gewinner von dem Ganzen sind. Nicht? Und so weiter und so fort. Kann man also da einige Überlegungen sich schon machen, wie sich das in etwa abspielen könnte. Und das führt zu einer Schwächung des Bermuda-Dreieck-Chakras, womit man den nächsten Schluss ziehen kann, dass natürlich die Kometeneinschläge ja auch etwas mit diesen Chakren zu tun haben dürften. Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass diese Chakren ja in den Weltraum auch hinauswirken von ihrem energetischen Strukturschema, wie man ja auch an den Wirbelbewegungen der Wetterstrukturen und so weiter erkennen kann. Das heißt, dass Kometen nur an ganz bestimmten Punkten herunterkommen können, wenn sie in Resonanz zu diesen Chakren stehen. Dazu muss man Folgendes erläutern. Wir haben ja gestern da über die Magneten gesprochen, dass wir das querrotierende Feld gesehen haben, das etwas mit der Größe der Eisenpfeilspäne zu tun hat. Und genauso muss man das natürlich bezogen auf Planeten sehen, dass ja auch die Planeten, die Kometen, je nach Größe, ob ihr einen kleinen Komet habt oder einen großen, dichten Komet habt und so weiter, von ihrer Strukturierung in ihrer Schwingfrequenz etwas mit den Chakren zu tun habt. Wenn ich jetzt die platonischen Körper so einer Kugel einschreibe, ja, das ist unser Tetraeder, kann ich ja mehrere platonische Körper einschreiben. Die Grundform, der größte Gegensatz besteht zwischen Kugel und Tetraeder. Der nächste Gegensatz ist dann zum Beispiel, wenn ich einen Quader habe, ja,
Ich kann einen Quader einschreiben, dann kriege ich andere Chakrenpunkte, die aber nicht so stark sind wie das Tetraeder. Dann kriege ich eine sechsfache Form, Isokaeder, Dodekaeder und so weiter. Das nähert sich immer mehr der Kugelform an. Ich kriege immer mehr Punkte. Überall an diesen Punkten liegen die Kraftzentren. Aber je vielflächiger das wird, desto weniger wirksam sind die in den Weltraum. Wenn jetzt da kleine Kometen oder so kleine Sternschnuppen herumfliegen, dann können die praktisch überall an den Punkten herunterkommen, also mehr oder weniger fast auf dem ganzen Planeten. Währenddessen gewisse größere Körper, die eine gewisse andere Dichtestruktur haben, nur an den Hauptzentren herunterkommen. Entweder nämlich vom Viereck oder nur überhaupt auf der tetraedralen Struktur. Und nach allem, was jetzt bekannt ist, ist es so, dass das, was da auf uns wartet oder da herunterkommt, nur bei der Tetraederstruktur herunterkommen kann, weil ein großer Zyklus zu Ende geht und das ganze Hauptchakra im Pazifik, in der Karibik geschwächt wird. Und die Logik sagt natürlich, nachdem das Karibik-Chakra geschwächt wird, dass der Komet natürlich dort reinknallt. Also der wird sehr wahrscheinlich in der Karibik herunterkommen. Und das deckt sich wiederum mit den Voraussagen vieler Seher, unter anderem den Johansen, das war ein skandinavischer berühmter Seher, der global gesehen hat, dass da irgendetwas sich in der Karibik tut, dass es da einen riesen Einschlag gibt. Und die Druckwelle von diesem Einschlag, die saust einmal nach Nord- und Südamerika runter und reißt einmal dort alles nieder, was in Florida bis hinauf nach New York steht und schwappt dann über diese Druckwelle, die Wasser und die Druckwelle der Luft und verwüstet dann einmal England und rennt dann über den europäischen Kontinent bis nach Sibirien hinauf. Nicht? Und das hat der ganz global gesehen in seiner ganzen Voraussicht und hat das also im Detail beschrieben, wo da was zerstört wird durch diese entsprechende Druckquelle. Und das erklärt jetzt auch wiederum, warum die UFO-Aktivitäten sich in erster Linie auf Mittelamerika und auch zum Teil auf England konzentriert haben, weil das nämlich die Zonen sind, die also akut gefährdet sind, wenn es dann zu diesem Geschehen kommt. Also wenn man das einmal aus diesen Perspektiven da betrachtet, dann sieht man erst einmal, was da für größere Zusammenhänge am Laufen sind. Nicht? Und wie schaut es da mit Vulkantätigkeiten dabei aus? Ja, die hängen auch damit zusammen, ja, natürlich. Ja. Selbstverständlich hängt das damit zusammen. Die ganzen Kraftplätze sind ja immer an diesen Chakrenpunkten errichtet worden. Nur muss man sehr aufpassen, dass man nicht an zu großen Chakrenpunkten da seine Zentren errichtet, weil da kann es also zu ziemlich gewaltigen Eruptionen auch und so weiter kommen. Naja, was gibt es für Anzeichen für diese ganze Thematik? Ich meine, ich kann jetzt natürlich nicht auf alle Kalendergeschichten eingehen, aber ich möchte jetzt noch zeigen, dass unsere Kalender natürlich vernetzt sind mit der Präzession der Erde. Die Erde hat ja eine Präzision. Wenn man sich die Erde da als Kugel vorstellt, da sieht man es also, dann ist es ja so, dass die mit ihrem Nordpol irgendwo an einen Stern zeigt, aber nachdem die Erde sich nicht immer nur um die eigene Achse dreht, sondern so eine Präzision vollführt, die schwingt ein bisschen, zeigt die Achse des Nordpols nicht immer auf den gleichen Stern, sondern immer auf einen anderen Stern, der innerhalb von 26.000 Jahren einen Zyklus durchläuft. Und die Ägypter haben eben gewusst, dass ja, wenn ich jetzt irgendein ein Gebäude da auf dem Planeten draufstelle, zum Beispiel die Pyramiden, die stehen ungefähr da, dass die ja natürlich mit ihren Achsen, zum Beispiel diesen Luftschächten, den angeblichen Luftschächten, ja auch auf bestimmte Sterne zeigen, die sich mit der Präzession der Erde mitneigen. Das heißt, innerhalb dieses 26.000 Jahreszykluses zeigen die immer auf anderen Sternen. Und nachdem es aber ein paar Schlüsselsterne gibt, wie zum Beispiel den Sirius und den Orion, ergibt sich zu ganz bestimmten Zeiten erst eine Vernetzung, dass die wieder genau auf diese Sterne zeigen. Und wenn das der Fall ist, dann weiß ich, es ist ein bestimmter Zyklus zu Ende. Und das ist jetzt der Fall. Das ist nämlich der Punkt. Und das bedeutet, es ist jetzt ein großer Zyklus zu Ende, es muss sich etwas tun, es wird sich etwas tun. Und der Maya-Kalender, der zeigt genau dasselbe. Nicht? Der Maya-Kalender, das ist dieser Zolkin. Die Mayas haben also diesen Kalender da entwickelt. Und dieser Zolkin, der fängt etwa 3000 Jahre vor Christus an, also ist etwa 5000 Jahreszyklus. Und dieser Kalender, der geht jetzt auch irgendwann einmal zu Ende. Interessant in dem Zusammenhang wäre noch, den Eintritt, also den Beginn dieses Kalenders genau zu fixieren, weil es gibt nämlich in der vedischen Literatur einen wichtigen Hinweis, der darauf hindeutet, dass das Kali-Yuga, also unser Zeitalter, vor ca. 5000 Jahren angefangen hat. Und der Beginn des Kali-Yugas hängt mit der Schlacht von Kurukshetra zusammen. Es hat damals eine große Schlacht in Indien gegeben, wo da einige Heere vernichtet worden sind. Und genau zu dieser Schlacht sind die Planeten in einer Reihe aufgereiht gewesen, also vom Jupiter bis, also vom Pluto bis zum
Merkur waren alle in einer Linie aufgereiht. Und wenn man heute astronomische Berechnungen machen würde, kann man ja, wir haben Computersimulationen, könnte man das zurückrechnen. Eine gewisse Fehlerquote ist immer drinnen, weil wir nicht die genauen Umlaufbahnen und so weiter kennen. Aber man könnte das zurückrechnen und kann dann den genauen Datumspunkt errechnen, wann diese Planeten in einer Linie aufgereiht gewesen sind. Und damit hätte man einen ganz genauen Anfangspunkt des Maya-Kalenders auch und wüsste dann ganz genau, wann dieser Maya-Kalender endet. Nicht? Aber das wäre mal eine Aufgabe für ein paar Mathematiker, die sich da ein bisschen mit Computern auskennen, um da mal ein paar Berechnungen auszuführen, dass man das einmal genau eingrenzen kann, weil das sind immerhin Toleranzen immer von gleich mal 50, 100 Jahren drinnen. Na gut, das ist aber schon festgelegt, dass er 2012 ist. Nein, das ist eben nicht ganz genau festgelegt, weil das ist eine historische Betrachtung da. Man hat das historisch analysiert, wann der Kalender in etwa anfängt. Das ist also nicht aufgrund des zyklischen Geschehens der Planeten gemacht worden. Bitte? Ja, eben, das ist ja der Punkt. Nicht? Und das wäre eben interessant, diese Toleranz einmal einzuschränken und ein bisschen einzugrenzen. Könnte man machen. Übrigens, dieser Kalender ist nach einer 13er, 20er Matrix gemacht. Ganz interessant. Man hat ja da immer Abschnitte von 13. 1, 2, 3, 4, 5, das geht runter bis 13, fängt dann wieder bei 1 an. Und das, die ganze Schiene ist aber ein 20er Rhythmus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 13 macht 20. Und das ist die Ineinandervernetzung des femininen Prinzips mit dem maskulinen Prinzip. 20er Matrix geht nach dem 2er Prinzip, 2-5er Prinzip und 13er Matrix ist eine Primzahl. Und der Kalender ist jetzt zu Ende. Das heißt, wir treten aus dem 13er Zyklus heraus. Das heißt, es ist nicht mehr die 13er Schwingfrequenz jetzt in Zukunft gültig. Das ist auch der Grund, warum die den Kalender nicht finale Ewigkeit weiter laufen haben lassen, weil sie gewusst haben, wir treten in eine andere Primzahlenzyklus ein. Vermutlich werden wir jetzt in einen höheren Primzahlenzyklus eintreten und wir kriegen eine andere Primzahl zugeordnet, zum Beispiel 17. Dann müssen wir einen 17er, 20er Kalender erstellen und dann passt das wieder. Das haben die aber nicht gemacht, weil sie gewusst haben, jetzt gibt es Verschiebungen und nachher ist eh alles anders. Also auch die Mayas waren nicht irgendwelche Leute, sondern die haben genau gewusst, was sie da machen. Übrigens, die Mayas haben kein Rad gekannt. Ja? Warum? Ja, weil sie sich von vornherein bewusst gewesen sind, dass alles auf Spiralkonzepten läuft und dass man das Ganze eigentlich von einer anderen Ebene aus sehen muss und deswegen haben sie verzichtet auf das Rad. Weil sie die Problematik, die sich hinter dem Rad nämlich verbirgt, dass alles in abgeschlossene Systeme da hineinkommt, verzichtet haben. Aber das hat auch noch metaphysische Hintergründe, weil die Mayas gehen auf den großen Mystiker Maya Danava zurück, der ja im Weltraum da herumfliegt. Nicht? Und dieser Maya Danava bevorzugt das Leben in dem Dschungel. Ja, der lebt, der fliegt auch von einem Planet zum anderen mit seinen Mannen und der liebt es, im Dschungel zu leben. Wobei man da noch andere Zusammenhänge herstellen kann, dass die Leute, die nämlich im Dschungel leben, meistens sehr feminin ausgerichtete Völker sind. Und feminin ausgerichtete Völker haben überhaupt keine Vorliebe für kreisförmige Strukturen, weil sie das in sich selbst verkörpern. Daher haben die eher eine Tendenz für maskuline Strukturen nach außen, also beschäftigen sie sich mit Spiralstrukturen. Und das ist einer der Gründe, warum die Mayas kein Rad gehabt haben. Aber das ist nur so nebenbei noch eingeflochten als Hintergrundphilosophie. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen der germanischen Rasse und den Mayas, weil diese beiden Völker im Sanskrit erwähnt werden als die Mayas, und als die Danavas und die Daityas. Und die gehören irgendwie zusammen, sind miteinander verwandt. Wobei man unter den Daityas die Germanen verstanden hat und unter den Danavas die Mayas, nicht? Also diese beiden Völker sind sehr eng miteinander verwandt und haben auch mythologisch bestimmte Götterformen, die sie gleichzeitig verehrt haben. Unter anderem die Göttin Dana, die sowohl in der germanischen Mythologie als auch in der Maya-Kultur erwähnt wird. Kommen die Mayas jetzt von den Plejaden oder sind das wieder? Ja, das kann man so einfach nicht beantworten, woher sie da genau kommen. Da gibt es auch noch ganz andere Vernetzungen und so weiter. Ich komme auf das da gleich zu sprechen. Übrigens, der Maya-Kalender ist natürlich da auch relativ nach der Elementelehre strukturiert, dass nämlich die einzelnen Schienen bis zur siebten Ebene da den einzelnen Dingen zugeordnet sind, diesen einzelnen Bändern. Wobei das da ein bisschen falsch zugeordnet ist. Da steht Touch, Taste, Smell, Hearing, Sight. Das sind die fünf Eigenschaften der fünf Elemente. Wobei eigentlich jetzt einmal das Smell, der gehört einmal da ganz außen. Und dann kommt, also das wäre Geruchsprinzip, gehört daher. Dann kommt Geschmacksprinzip, das stimmt. Dann kommt da das Sichtprinzip und das Gehörprinzip gehört da. Die zwei gehören miteinander vertauscht und das gehört mit dem vertauscht.
Und dann kommt der Bewusstseinsstrahl und das ist die zentrale Intelligenz, die da durchläuft. Das ist dann der Geist und die zentrale Intelligenz, die als fünfte und sechste Ebene da noch dazu, sechste und siebte Ebene da noch dazu kommen. Und das entspricht dann den sieben Chakren oder Dichtigkeitsstufen im Universum bis zur zentralen Intelligenz hinauf. Naja, was gibt es für Anzeichen dafür, dass sich da was tut? Naja, die Kornkreise natürlich. Das sind einige Kornkreise, so wie das ausschaut, die da seit diesen Jahren erschienen sind. Das ist ein bisschen eine methodischere Zusammenstellung, wo man auch wieder ein deutliches Erziehungsprogramm erkennen kann, weil man da hier von der Zweipoligkeit langsam immer weiter in die höherpolare Welt kommt. Ja? Man sieht also deutlich, dass das ist die Zweipoligkeit, dann kommt da die Dreipoligkeit und man sieht deutlich, dass nach der Dreipoligkeit etwas sich ändert. Weil einen dritten Pol kann ich noch in derselben Art und Weise vernetzen, weil das in irgendeiner Weise geometrisch noch zusammenhängt. Aber die Vierpoligkeit, die dann nicht mehr dreidimensionalen Charakter hat, die wird dann angezeigt, dass da langsam so komische Kugeln kommen, ja, außen rundherum. Da ist das Gas, da taucht das Gas auf, da, ja. Und da entsteht dann nach der Vierpoligkeit etwas anderes, das nämlich die Dreipoligkeit mit diesem Schlüssel dann vernetzt ist zum Gas hin. Da entsteht das Schlüssel, der sozusagen hier die Ankoppelung ans nächstgrößere Element dann vollzieht. Ganz wichtig, der Schlüssel, der hat also da eine ganz wichtige Bedeutung. Und das sind dann die höheren Gruppen, da geht es ins vierte Element und das entwickelt sich dann in diese Strukturschemen. Das sind die sogenannten Insektogramme. Da können wir auch wieder metaphysische Betrachtungen anstellen. Insektogramme zum Beispiel. Was machen die Insekten auf unserem Planeten? Sie fliegen herum, sie sind aber sehr klein. Sie brauchen eine Navigation, logischerweise. Jeder, der herumfliegt, braucht eine Navigation. Wir haben auch einen Turm, wir haben auch unseren Radarturm, der da seine Signale aussendet, damit die Flugzeuge da nicht verloren gehen in ihrer Reise durch den Raum. Genauso brauchen die Insekten Navigation. Es ist doch naheliegend, dass die Insektenform in sich selbst, in ihrer eigenen morphologischen Struktur, das Wesen der Navigation beinhaltet. Das wäre doch logisch. Das entspricht der Logik. Man sieht ja auch, dass durch das Tänzeln der zum Beispiel Bienen hier Navigationsanweisungen an den Bienenstock weitergegeben werden, die einfach etwas mit der Vibration ihres eigenen Körpers zu tun haben, aufgrund ihrer eigenen Struktur. Die vermitteln das praktisch direkt über die Körperlichkeit. Gut. Na, wenn das so ist, dann ist es offensichtlich so, dass diese Formen, die wir da haben, das entspricht ja den Insektogrammen, dass die was mit Navigation zu tun haben. Naja, was ist das? Das sind die Steinkreise. Das ist Stonehenge und dergleichen. Und was war Stonehenge? Ja, das war nichts anderes als ein Mittel für Navigation im Weltraum. Also mit anderen Worten, sind die Insektogramme identisch mit den Steinkreisen, die wiederum nichts anderes sind als Möglichkeiten und Mittel für Navigation im Weltraum. Dafür sind sie eigentlich gedacht. Also für astronomische Berechnungen, exakteste astronomische Berechnungen. Das ist das, was man über diese Steinkreise vollzogen hat. Und daran erkennt man, wie vielschichtig das Ganze ist. Das ist unglaublich vielschichtig und ineinander verwoben. Nicht? Und logischerweise sind natürlich die Insekten, wofür sind Insekten zuständig? Was machen die Insekten in der Natur? Übrigens, Insekten sind eine sehr matriarchal organisierte Gruppe. Wenn wir davon ausgehen, dass wir heute von den patriarchalen Geschehen in ein matriarchales überwechseln, ist es naheliegend, dass solche Wesen auf unserem Planeten auftauchen. Welche haben wir da? Zum Beispiel die Grauen. Die Grauen sind ja nachweislich die komische, witzige Außerirdische mit so großen Augen, die an Insekten erinnern und schauen auch sehr insektoid aus mit dem schmalen Kopf da und so weiter und so weiter. Und die treiben da ihr Unwesen bei uns momentan. Und was machen die Guten? Sie beeinflussen unsere Genetik. Man weiß ja von den Grauen, dass sie hier genetische Manipulationen vornehmen und eine Mischrasse erzeugen. Aber warum? Weil sie das feminine Erbe des Universums auf unserem Planeten einbringen, weil jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, das zu tun, um nämlich diese Einseitigkeit dieser maskulinen Energie auszugleichen. Wir sind die Grauen. Die Grauen sind Außerirdische. Ja, ich komm auf das Thema gleich zu sprechen, ja. Wir kommen noch drauf. Das sind außerirdische Rassen, ungefähr 1,20 Meter groß, sehr hager und mit dünnen Armen und dünnen Beinen und einem relativ großen Kopf und riesengroßen schwarzen Augen. So schauen die in etwa aus. Bitte? So wie Insekten. Ja, so wie Insekten. Ja, so schaut das Ganze aus. Und diese Grauen, die fliegen da mit ihren Raumschiffen herum und entführen Leute. Das klingt jetzt sehr utopisch, ist aber nicht so utopisch, weil mittlerweile schon tausende von Leuten davon berichten, dass sie mitgeflogen sind mit denen.
einfach mitten aus dem Schlafzimmer heraus. Wir können einen Film über diese Entführungsopfer zeigen, also sehr seriös gemacht. Es gibt einige Psychologen, die sich der Sache angenommen haben, unter anderem der Professor John Mack, der von der Harvard Universität in Amerika kommt, ein sehr renommierter Psychologe, der also anerkannt ist in dieser Forschung auch. Und der hat also über 50 Personen durch hypnotische Regression behandelt und zurückgeführt. Und da ist halt herausgekommen, dass die in dem Raumschiff untersucht werden, medizinisch und so weiter und so weiter. Und nachher entnimmt man ihnen Erbmaterial. Samen werden entnommen und Eier werden den Frauen entnommen. Und es kommt auch dazu, dass da Züchtungen gemacht werden. Also da werden Kreuzungen gemacht und da gibt es also Mischwesen, die wiederum auch bereits existieren und von einigen Kontaktlern zeichnerisch festgehalten worden sind. Also gibt es Zeichnungen darüber, wie die ungefähr ausschauen. Wie schaut die aus? Naja, die schauen eh sehr menschlich aus, die schauen ein bisschen anders aus, die haben halt sehr große Augen und so weiter und so weiter. Es gibt eine Zeichnung auf einem von den Filmen. Haben wir den da heute? Haben wir den nicht da? Wo eine Kontaktler das also ziemlich detailliert gezeichnet hat, weil der ein guter Zeichner war. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall diese Grauen sind für die Genetik zuständig, was ja auch sehr naheliegend ist, weil man weiß ja von den Insekten, insbesondere Bienen und so weiter, dass sie ja für die Fortpflanzung zuständig sind. Man sieht ja, was machen denn die? Bestäubung. Sie sind also sozusagen die Kontrollierer. Sie kontrollieren das, was da eigentlich bei den Pflanzen so abläuft. Ja? Das ist das, was die da kontrollieren. Mit anderen Worten, sie beobachten, dass die Kreuzungen und die Art und Weise, wie hier bestäubt wird und was hier bestäubt wird und in welcher Intensität hier bestäubt wird, einer gewissen Kontrolle unterliegt. Sie sind der Qualitätsstempel-Batsch, der da drauf kommt, im Sinne der genetischen Fortpflanzungsgeschichten. Das heißt also, das ist ihr Recht, es ist ihr kosmologisches Recht, diese Kreuzungen zu machen. Und auf einer höheren Ebene machen sie das eben nicht nur bei Pflanzen, sondern bei allen Arten von Wesen. Sie sind also für das genetische Erbe des Planeten zuständig und das ist das, was sie sammeln und für die Reinerhaltung dieser Zustände sind sie also verantwortlich. Und deswegen bezeichnet man sie auch als die Wächter. Ja? Daher der Name Wächter, weil sie beobachten das genetische Material des Planeten. Und nachdem unser genetisches Material momentan ziemlich am Absterben ist, ja, sind sie dabei, gewisse Dinge zu sammeln wie in der Arche Noah und veranstalten da aus diesem neuen genetischen Erbe das Zukunftspotenzial für unseren Planeten. Und dass die Leute da jetzt noch nicht ausgesetzt werden, diese außerirdischen Gemischten, ja, diese Kreuzungen, das liegt natürlich nahe, weil wir ja unsere Infrastruktur noch aufrecht haben. Das heißt, es ist wohl eher wahrscheinlich, dass die Infrastruktur unseres Planeten zuerst einmal zusammenbrechen muss, bevor die ausgesetzt werden. Und dann können sich die mehr oder weniger in einem bestimmten Landstrich unserer Welt langsam fortpflanzen und integrieren. Es ist ja nicht so, dass da einfach die Grauen sich ansiedeln, sondern es wird eher so sein, dass die zuerst einmal so lange genetische Veränderungen vornehmen, bis die eine gewisse Ähnlichkeit zu unserer Rasse haben. Aber es wird einfach ein bestimmtes genetisches Material mit eingeschleust. Übrigens, solche Sachen sind schon passiert, das ist nichts Neues. Das gibt es auf unserem Planeten schon sehr lange. Zum Beispiel die chinesische Rasse gibt es auch seit 3000 Jahren erst auf unserem Planeten. Ja, das wird in der vedischen Literatur deutlich beschrieben, dass die Khasa-Rassen, und das sind die Chinesen, von den Nagas abstammen. Die Nagas wiederum sind Wesen, die zu den Schlangenwesen zählen. Und diese Schlangenwesen haben ihr genetisches Material vor ca. 3000 Jahren auf unserem Planeten eingebracht, indem sie einfach unsere Rasse mit dem genetischen Material vermischt haben. Und was dabei herausgekommen ist, das ist die chinesische Rasse. Weshalb die chinesische Rasse auch Schlangenkultur ist, schlechthin. Das ist eine Drachenkultur, nicht? Und ihr ganzes Wesen läuft auf diese Drachenkultur hinaus. Also man sieht, also, dass da ganz andere Dinge da im Hintergrund laufen, die wir noch nicht verstehen und wo wir noch sehr wenig darüber wissen. Naja, das sind die Kornkreise. So schaut es dann aus in der Realität. Dies schon seit einigen Jahren hier entstehen, schon seit den 70er Jahren. Wir haben derzeit 4500 registrierte Kornkreise, es werden täglich mehr. An Fälschung ist nicht zu denken, weil es mindestens 10 oder 15 verschiedene Details gibt, woran man einen echten von einem unechten Kornkreis unterscheiden kann. Die Muster dieser Kornkreise, die werden natürlich auch immer vielfältiger. Sie entstehen nicht nur im Korn, sondern in etwa 20 Getreidesorten. Und sie entstehen auch nicht nur in England, wie fälschlicherweise angenommen wird, sondern in über 35 Ländern der Welt. Ja? Also an Fälschung ist da nicht mehr zu denken. Einige Dinge, die man beachten kann, ist eben zum Beispiel, dass
hier diese Halme nicht geknickt werden, sondern sie sind an diesen sogenannten Zellknoten einfach umgebogen, wobei es in der Regel zu einer Vergrößerung des Zellknotens kommt da. Ja. Das Korn ist aber nicht beschädigt, sondern es wächst in dieser Lage einfach weiter, so wie es also ursprünglich angelegt ist. Man hat aber festgestellt, dass im Inneren der Zellstrukturen die sogenannten Tüpfel, das sind so kleine luftinterzellulare Räume, dass die erweitert sind, was auf eine gewisse Hitzeeinwirkung zurückzuführen ist. Das heißt, es gibt eine Art Hitzestrahl, der da runterkommt und das Korn umlegt. Man hat unter anderem auch im Inneren des Korns Brandspuren gefunden, wobei das Korn selber aber außen überhaupt nicht verbrannt war. Also muss man wohl davon ausgehen, dass das so eine Art Levitationsstrahl ist, der einfach die Kraft hat, das Korn dann in entsprechenden geometrischen Mustern umzulegen. Nicht? Es ist angeblich jetzt auch ein Video im Umlauf oder sogar schon gezeigt worden, wo die Entstehung eines Kornkreises gefilmt worden ist. Ja? Also wo man also diesen Plasmastrahl sieht, wie der da runterkommt und dann in wenigen Minuten dieses Korn umlegt. Also das Video, das gibt es jetzt, das ist glaube ich letztes Jahr irgendwann aber aufgenommen worden. So schauen die Kreise aus. Das ist also ein Kreis, der 1993 entstanden ist, mit einem Durchmesser von ca. 113 Metern. Also die Präzision ist frappierend und die Symbolik ist natürlich vielfältig. Das ist ein Kreis, der 1996 entstanden ist, also heuer, und der in seiner Symbolik eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Dreieck von Barbary Castle aufweist, weil man hier nämlich wieder eine Dreieckstruktur sieht, mit zwei im Hintergrund liegenden Flanken, die mehr oder weniger identisch sind. Zunächst einmal ist es ein bisschen unscharf und in der Mitte ist eine Art Kugelstruktur da. Ja, so eine abstrakte Kugelstruktur und da geht eine Welle. So eine Locke, wie eine Locke schaut das aus. Und das ist der springende Punkt. Die Locke, die zeigt nämlich auf dieser Seite zwischen diesen beiden Punkten, verläuft die so und wenn man die zwei Punkte miteinander verbindet, ist da ein größerer Zwischenraum. Was darauf hindeutet, dass da eine andere Beziehung von diesem Punkt zu diesem existiert, als von da daher. Außerdem zeigt diese Locke eine spiralförmige Struktur, womit wir hier einen Spiralpol haben und hier zwei andere Pole, die im Verhältnis zu dem Spiralpol eine unterschiedliche Beziehung haben. Und die Beziehung zu dem Zentrum ist definiert, dass diese Spirale hier auf die Kugel aufläuft, währenddessen das mehr einen Halbschollencharakter hat, was von hinten kommt. Und damit sind wir wieder beim Dreieck von Barbary Castle, ja, wo also mehr oder weniger in dieser Symbolik was Ähnliches ausgedrückt wird, was dort schon ausgedrückt worden ist. Das ist also einer von den Kreisen, der 1995 erschienen ist, im Zusammenhang mit den Kornkreisen, die etwas mit dem Kometeneinschlag zu tun haben, auf das werde ich noch zu sprechen kommen. Das ist ein Kornkreis, der 1993 erschienen ist, der einen Skorpion darstellt, wobei man in dem Skorpion metaphysischerweise die Elemente wieder leicht erkennen kann. Man sieht nämlich da hinten die Quantelung in Form dieser Quanten da, ja, was leicht spiralförmig angelegt ist. Das ist der Übergang von Feuer, von Luft zu Feuer. Da haben wir den hyperbolischen Kegel, das ist ein Schnitt durch den Kegel, unterschiedliche Schnittebenen. Das ist dann das Feuer an sich dargestellt. Und dann im vordersten Körper haben wir die oszillierende Schwingung des Wassers, was durch diese zwei Kreise angezeigt ist mit dem Mond, der da das miteinander verbindet. Das ist der Teil, der da schön das Wasser hinunterreicht. Und das ist angelegt in der Figur des Skorpions, weshalb sich aus dem Skorpion sehr schön ableiten lässt, mit welchen Elementen der Skorpion, mit welchen Körperteilen vorwiegend verbunden ist und was da eigentlich so richtig läuft. Übrigens, es gibt auch Kornkreise in Österreich, wobei hier nicht gesichert ist, dass die echt sind, aber das war einer, der dieses Jahr in der Nähe von Korneuburg aufgetaucht ist. Und zwar war das so ziemlich im Mai ungefähr. Ich war dort und habe ihn einmal fotografiert. Das sind Kornkreise, die offensichtlich einen Bezug haben zur freien Energiegewinnung. Ja, weil da geht es um so drehende Räder und so weiter und so weiter. Das ist ein Kornkreis, der 1996 erschienen ist, beide Kreise, wobei der untere ein Interferenzmuster von zwei Wellen darstellt, ganz deutlich. Zu sehen hat also einen eindeutig technischen Bezug. Sehr wahrscheinlich hat der wohl auch einen technischen Bezug da oben. Dann das ist ein Kornkreis, der Phasenbeziehungen darstellt und gleichzeitig etwas mit der genetischen Helix zu tun hat. Wobei hier deutlicherweise der mittlere Strang hier noch angezeigt ist. Das ist ein recht komplexer Kreis, der eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Kreis hat, der auch 1996 erschienen ist, wo die drei Phasenbeziehungen deutlich zu sehen sind. Was man da nämlich sieht,
ist nämlich eine Darstellung von Frequenz. Das ist ein Rad. Und da ist ein kleines Rad da innen, das dreht sich in dem großen Rad. Und im Gegenteil gibt es da noch, also am anderen Ende noch einmal so ein Rad, was sich da dreht. Da wird die Frequenz angezeigt. Das da ist eine Darstellung der Wellenlänge mit Gegenwelle, wobei da eine oszillierende, stehende Welle sichtbar ist. Das ist nämlich das, was da angezeigt ist. Da sieht man die Frequenz, da sieht man die Wellenlänge und das ist die Amplitude, die da durchläuft in der Mitte, ganz offensichtlich, die sich dadurch verändert, dass das Rad nach hinten sich dreht. Dadurch wird die Amplitude auseinandergezogen. Und was habe ich da? Ich habe eine Phasenbeziehung von allen drei Möglichkeiten. Nämlich, man sieht, dass die Frequenz einerseits mit der Amplitude zusammenhängt, aber andererseits mit der Wellenlänge zusammenhängt. Man sieht aber auch, dass da die Wellenlänge wiederum mit der Amplitude zusammenhängt, unabhängig von der Frequenz. Ganz wichtig, weil die Frequenz nämlich da außen liegt. Das heißt, es gibt alle drei Möglichkeiten. Es gibt eine unabhängige Phasenbeziehung zwischen Frequenz und Amplitude, zwischen Frequenz und Wellenlänge und zwischen Wellenlänge und Amplitude. Alle drei Phasenbeziehungen habe ich da wieder. Nicht? Und man sieht also deutlich, dass da wieder unsere drei Kräfte drinnen sind, aber in funktionaler Darstellung. Nicht? Und es ist eine perfekte Darstellung, besser kann ich es gar nicht darstellen. Es gibt überhaupt keine perfektere Darstellung als die da. Das ist Technik in Höchstform, ja? In höchster Genialität dargestellt. Wir haben dann schon vor Jahren einmal eine Zeichnung angefertigt, das war so eine Zeichnung. Das habe ich schon vor zwei Jahren habe ich das schon vorgezeigt, wie wir angefangen haben mit dem Seminar, wo ich gesagt habe, ja, wir müssen Folgendes machen, wir müssen das Quantenprinzip mit dem Spiralprinzip vernetzen, wobei wir die Spirale in Quantenstrukturen auflösen und da kommt man dann zu so ähnlichen Strukturen oder eben auch zu diesem Bild, was ich ja vor zwei Tagen schon mal aufgezeichnet habe. Ich erinnere daran, dass wir da einmal eine Zeichnung gesehen haben, die hat in etwa so ausgeschaut, dass wir da die Spiralen gehabt haben, die da so nach innen laufen. Ja. Und dann haben wir gesagt, dass ja aufgrund der einzelnen Spiralstränge bei einer Spirale die unterschiedlichen Geschwindigkeiten da herrschen und da innen herrscht die größere Geschwindigkeit als da außen, weshalb es hier, machen wir da noch ein paar dazwischen, ja, damit das also sehr schön ausschaut, weshalb es hier aufgrund der langsameren Geschwindigkeit, machen wir da 3, da 2 und da 1, hier zu einer Auslagerung der Energie kommen kann, der Grenzschichten, da wird es wieder eingekoppelt und dann schwingt das so meanderförmig nach außen. Nicht? So. Und dann bei der nächsten Gruppe geht es halt auch wieder so, nicht? Da geht es also so, nicht? Wo wir hier die nach außen bewegende Bewegungsstruktur haben und da die nach innen bewegende Struktur, die sich da gegenseitig überlagert, gruppiert um ein Zentrum, was da sozusagen läuft. Und wenn man das Ganze noch quantisiert auflöst, dann würden die Spiralen etwa so ausschauen, dass wir halt da solche Spiralen haben. Nicht? Die schauen dann so aus. Wobei dann die Nebenstruktur, die dann so quer durchläuft, machen wir da nochmal die Quanten, das würde dann ungefähr so ausschauen, dass da die Nebenquanten sind da. Die laufen dann aber so quer durch. Nicht? Quer durch. Und genau das ist hier erschienen. In Form eines Kornkreises. Wie kann man sich das anders vorstellen? Da ist er. In der Nähe von Stonehenge. Das ist Stonehenge da oben und da unten ist die Spirale. Und zwar nicht nur als einfache, sondern sogar in der vollendeten Form, so wie wir es da gezeichnet haben, dass es dann so ausschaut. Das heißt, das sind zwei solche? Ja, das sind halt drei Spiralen. Nicht? Das sind drei Spiralstränge. Und da sieht man es ganz deutlich, wenn man es sich genau anschaut. Man sieht, dass das in Quanten aufgelöst ist und das ist die Gegenspirale da. Da, diese kleine da. Die ist leicht gewunden da. Wir haben zeichnerisch das auch nochmal da, da schaut das so aus. So. Nicht? So schaut das aus. Nicht? Und das ist jetzt also wirklich der Tupfer mich, kann ich nur noch sagen, weil da haben wir nämlich jetzt alles perfekt dargestellt. Wir haben nämlich alles. Wir haben den magnetischen Pol in der Mitte. Wir haben den thermischen Pol, der hier sozusagen zum magnetischen Pol zurückfließt, levitativ, und wir haben den elektrischen Impuls, der hier vom Magnetpol nach außen läuft, und zwar in Form dieser wellenartigen Bewegung. Ja? Und die Überlagerung zwischen elektrischer Kraft und thermischer Kraft erfolgt an diesen Punkten jeweils, und die Überlagerung der thermischen Kraft mit der magnetischen Kraft erfolgt so, und die Vernetzung der elektrischen Kraft mit der magnetischen Kraft erfolgt so, dass das meanderartig vom magnetischen Pol nach außen schwingt. Und das ist es. Und das ist die Analyse der Kräfteverhältnisse im Universum und mehr gibt es da nicht. Und da spült sofort die Eisenbahn drüber. Und wenn man das kapiert und verstanden hat, dann kann man so viel freie Energie gewinnen, wie man will. Und so viele Levitationskräfte anwenden, wie man will. Und das muss man verstanden haben.
Das ist die unbedingte Voraussetzung, um in irgendeiner Weise weiterzukommen. Nicht? Und das soll uns ein bisschen zeigen, dass wir also noch längst nicht alles verstanden haben, wie wir immer tun. Und wenn ich da jetzt eine Tafel voller Integrale vollschreibe, ja, dann komme ich nicht einmal annähernd dorthin. Nicht einmal annähernd dorthin, weil ich ja den Zusammenhang niemals in der Perfektion so einfach darstellen kann in irgendwelchen linearen Gleichungen. Das ist also sinnlos, das ist mehr oder weniger sinnlos. Nicht? Und die letzte Gruppe von Kornkreisen, die also auch letztes Jahr erschienen ist, die zeigt uns etwas, das möglicherweise mit einem Kometeneinschlag auf unserem Planeten zu tun hat. Wenn man weiß, dass diese Kornkreise, was die eigentlich bedeuten, ja, und dass das nicht irgend so ein Geschreibsel ist, sondern dass das wirklich Naturwissenschaft in Höchstform und Perfektion ist, dann muss man natürlich davon ausgehen, dass auch diese Kreise eine ähnliche Bedeutung haben und auch eine ähnliche Perfektion aufweisen und deswegen ernst genommen werden sollte. Das ist eine Darstellung des inneren Sonnensystems. Und zwar sieht man hier die Sonne, da sieht man den Merkur auf seiner Umlaufbahn, da sieht man die Venus auf ihrer Umlaufbahn und das ist die Erdumlaufbahn. Da. Leider fehlt die Erde da. Gibt keine. Ja, gibt es keine. Und da ist die Umlaufbahn des Mars und das ist der Asteroidengürtel da. So, und jetzt kann man diese Position, so wie das da angegeben ist, einmal festhalten und einmal herausrechnen, wann stehen die Planeten so. Und was dabei herauskommt, ist August 1999. Nicht? Dann ist diese Position gegeben. Es gibt andere Möglichkeiten auch noch, aber einer davon ist ungefähr August 1999. Das ist ein interessantes Datum, nicht? Weil es deckt sich mit einigen anderen Aussagen und das ist jetzt einmal im Kornkreis festgeschrieben. Also nicht irgendwas Spekulatives, sondern festgelegt. Und es ist angezeigt, dass in der dritten Umlaufbahn irgendetwas sich tut. Es tut sich was in der dritten Umlaufbahn. Bitte? Simsalabim, ja. Und es hat eben in dem Zusammenhang noch mehrere Kornkreise gegeben, die letztes Jahr erschienen sind, unter anderem dieser Kreis, der, es sind Kreise erschienen, die drei verschiedene Kometen angezeigt haben. Ein Komet, der in der Nähe vom Mond ist, einen zweiten Komet, der in der Nähe ungefähr in der Mitte ist, vom Sonnensystem beim Jupiter-Saturn, und einen dritten Komet, der am Ende des Sonnensystems sich befindet. Also 1, 2, 3. Der kleinste war in der Nähe vom Mond, der zweitgrößte ist in der Nähe vom Jupiter und der drittgrößte ist in der Nähe vom, am Rand des Sonnensystems. Wobei, der kleinste jetzt gerade vorbeigeflogen ist, nämlich genauso wie hier dargestellt, was sehen wir da? Wir sehen hier die Erde, dargestellt mit dem Van Allen-Gürtel da, ja, und das ist der Gravitationsgürtel, also der reicht ungefähr bis daher im Verhältnis zu anderen Planeten. Und da sieht man den Mond und da fliegt ein Körper vorbei vom Mond, der da, hier. Und der ist auch vorbeigeflogen, nur in der Presse verschwiegen worden. Die Astronomen haben einen rechten Schreck gekriegt, weil der ist nämlich nur mit 400.000 Kilometern von der Erde vorbeigeflogen. Das ist eine Entfernung, astronomisch gesehen, die so minimal ist, dass die Gefahr bestünde, dass der da abstürzt, weil wenn der vom Gravitationsfeld der Erde angezogen wird, man sieht ja, wie nahe der da vorbeigeflogen ist beim Gravitationsfeld, also von der Anziehungsmöglichkeit, dann hätte er fast runterkommen können. Interessant ist eben, dass das Gravitationsfeld hier angezeigt ist, weil es nämlich zeigt, dass er nicht in den Einfluss des Gravitationsfelds gerät, womit hier angezeigt ist, dass er nicht herunterkommt, sondern vorbeifliegen wird. Man sieht also die Präzision, mit der diese Kornkreise gemacht sind, ja, und mit dieser Tiefe, was für Aussage da drinnen steckt. Gut, der erste ist vorbeigeflogen. Der zweite wird wahrscheinlich auch vorbeifliegen, ist schon berechnet, kommt nächstes Jahr im März ungefähr und wird mit einer Million Kilometern da vorbeifliegen, heißt Hale-Bopp. Und es war ein Kornkreis sichtbar, wo der Jupiter gesehen ist, Jupiter dargestellt war mit seinen 16 Monden. Ganz deutlich war das der Jupiter und einige Hobbyastronomen haben letztes Jahr, wo der Kornkreis erschienen ist, die Fernrohre Richtung Jupiter gerichtet und siehe da, sie haben den Kometen entdeckt. Und zwar knapp hinter dem Jupiter. Dann hat die NASA einmal alles berechnet und mittlerweile wissen wir, dass er nächstes Jahr ungefähr an die und die Zeit vorbeikommt. Jetzt kann man natürlich nur Folgendes metaphysischerweise da hinein interpretieren. Der kleinste Planet ist der erste, der etwas mit dem thermischen Geschehen zu tun hat. Der zweite hat etwas mit dem Wasser zu tun und der dritte hat etwas mit dem Magnetismus zu tun, logischerweise. Also der erste zeigt uns etwas im thermischen Bereich an, der zweite zeigt uns etwas im Wasserbereich an und der dritte zeigt uns etwas im magnetischen Bereich an. Also wird wohl der dritte etwas damit zu tun haben, dass es da einen Einschlag gibt, weil der direkt mit der planetaren Struktur verbunden ist. Der zweite hat was mit dem Wasser zu tun, das ist die feminine Energie, die mit der Shakti verbunden ist und mit dem Sonnenlicht wieder korreliert. Also nicht jetzt thermisch gesehen, sondern von der weiblichen Seite her gesehen. Und das bedeutet, dass der zweite Komet anzeigt, dass es sehr starke
Energieverschiebungen auf dem Planeten geben wird, und zwar insbesondere im Bereich der Wirtschaft. Das heißt, mit Eintritt des zweiten, der da vorbei segelt bei uns, kommt der große Wirtschaftscrash oder die große Veränderung im Wirtschaftsbereich, die da auf uns wartet, die sich in einem Zeitraum von 2 Jahren abspielt. Das heißt, es wird mit Beginn des nächsten Jahres langsam aber sicher auf der Wirtschaftsbühne turbulent. Und das Ganze wird zum Höhepunkt hin kulminieren, was sich dann steigert zum dritten Punkt hin, wobei diese Kulmination der Shakti erst dann wirklich seinen Höhepunkt erreicht, wenn der dritte in die Nähe der Erde eintritt, und das wird also dann so um 99 herum sein. Weshalb die größeren Verschiebungen in der Wirtschaft erst zu dem Zeitpunkt zu erwarten sind, aber bereits eingeläutet werden mit Eintritt dieses Kometen nächstes Jahr im März. Und der dritte ist angezeigt gewesen in dieser Struktur, wo man, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht da, wo man hier Folgendes sieht: Man sieht hier verschiedene Bänder. Ja? Das ist das erste Band, das zweite Band, das dritte Band, das vierte Band, das fünfte Band, das sechste Band und das siebte Band. Also 7 Bänder durchläuft dieser Komet, und dann ist Endstation, und 9 Planeten minus 7 macht der dritte Planet von innen gerechnet, und das ist die Erde. Und da ist aus. Endstation. Ja? Außerdem ist hier noch was anderes angezeigt, dass er da hat eine fixe Laufbahn, und da ist er mehr oder weniger noch in Schwebeposition, was durch die Kugeln angezeigt ist. Das bedeutet, dass er von den äußeren 5 Planeten abgelenkt wird, damit er dann in die Zielgerade einschießt, sozusagen. Und das ist ja logisch, weil die äußeren Planeten natürlich die größten Planeten sind, und die beeinflussen den natürlich am meisten. Übrigens, diese Darstellung gibt es dann noch einmal präziser in dieser Darstellung. Das sieht man leider da jetzt nicht von oben, aber von oben sieht man, dass dieser Planet entweder direkt herunterkommt oder ganz knapp vorbeifliegt bei uns. Nämlich, dass man da haben wir den Rand des Sonnensystems, hier haben wir den Asteroidengürtel, und das ist also der Kernpunkt, wie weit das Ganze geht. Und da sieht man deutlich, dass die dritte Schleife, die läuft da durch, und mit einem Teil steht sie drüber hinaus, weshalb wir 2 1/3 Schleifen innerhalb dieses Systems noch haben. Und 2 1/3 Schleifen bedeutet Mars und Erde und ein bisschen was noch dazu. Das heißt, der fliegt da ganz knapp bei uns vorbei und ist eigentlich der Hauptplanet, der da die große Veränderung hervorrufen wird, offensichtlich. Nicht? Und das Ganze ist dann noch einmal angezeigt in dieser Darstellung, die da zu sehen ist, in dem Kornkreis, wobei hier die Tag- und Nachtzyklen eines Planeten irgendwie angegeben sind, ja. Andere haben spekuliert, das könnte was mit der Nutation der Erde zu tun haben, das wäre dir auch denkbar. Ich glaube aber, dass das eher mit dem Tag- und Nachtzyklus was zu tun hat. Man sieht nämlich da so Schleifen, und da ist einmal dunkel und da ist hell. Also das ist ein Tag- und Nachtrhythmus, und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir sind wieder bei der Zahl 7,5. Wobei da im Nachtzyklus des 7. hier dieser komische Körper da eintritt. Ja? Was etwas damit zu tun haben könnte, wo positionsmäßig bezogen zur Sonne der sozusagen da hereinkommt. Also wenn der da herunterkommt, wenn er dann herunterkommt, dass er möglicherweise im Nachtzyklus eintritt. Das heißt nämlich auf der Rückseite. Das heißt, der schwirrt da einmal um die Erde rum, ja, und fliegt dann auf der Hinterseite, gesehen zur Sonne, kommt er dann in die Atmosphäre herunter und tritt dann in das atmosphärische Geschehen herein, sozusagen. Ich meine, das wäre eine Interpretationsmöglichkeit. Es gibt sicher noch andere Interpretationsmöglichkeiten. Auf jeden Fall deuten diese Szenarien, die da in den Kornkreisen festgeschrieben sind, darauf hin, dass wir also bis 99 da noch einiges zu erwarten haben. Nicht? Und dass man sich zumindest in irgendeiner Weise damit auseinandersetzen sollte, was da auf uns zukommt, ob es einem jetzt gefällt oder nicht. Ja? Ich habe gelesen, dass um in die dritte, vierte oder fünfte Dimension aufzusteigen, die Erde sich einmal neutralisieren muss. Die Erde ist weiblich, und dieser Komet ist gasförmig männlich, und damit die Neutralisation passiert. Also er kommt wirklich auf die Erde zu, der geht nicht vorbei. Ja, ich würde einmal Folgendes sagen, dass es sehr wahrscheinlich nach dem Zeharia Sitchin einen Planeten gibt, der da zwischen beiden Sonnensystemen hin und her kreist. Und es kann sehr wohl sein, dass dieser Planet weiterfliegt, aber dass die Satelliten, die er mitbringt, dass einer von diesen Satelliten da herunterkommt. Also das möchte ich noch offen lassen. Ich würde nicht glauben, dass der große Komet da wirklich, also der große Planet wirklich runterkommt, weil er wahrscheinlich zu groß ist. Aber es ist eher wahrscheinlich, dass die Satelliten oder einiger von diesen Satelliten da herunterkommt, beziehungsweise verschiedene Asteroiden
die aus einem Asteroidengürtel herausgerissen hat und einfach mitnimmt, den ganzen Schwarm, und da fliegt halt alles von diesen Trümmern herunter. Das reicht. Das reicht für uns. Ja. Der ist mittlerweile auch schon. Ja. Haben sie ihn eh schon. Haben sie ihn eh schon gefunden, ja. Aber verlautbart wird da leider nicht sehr viel. Ja. Weil das gefällt ihnen nicht besonders gut, dass da so nahe an der Erde jetzt irgendwas passiert. Und wie gesagt, wenn das also 99 da herunterkommt, dann haben wir mit einem Polsprung zu erwarten. Und die drei Tagesfinsternis, die lässt sich auch relativ einfach erklären, weil man ja Folgendes berücksichtigen muss, dass wenn ihr da, der Einschlag da passiert und das kippt jetzt, muss ich aufpassen, ob da was drinnen ist, ja, und wir haben da einen Nachtzyklus, ja, und das schlagt jetzt zum Beispiel da ein, dann kippt das nach oben, ja. Aber gleichzeitig dreht sich die Erde ja weiter, ja, und wir sind jetzt dann irgendwann am Pol oben und dann dreht sich das noch weiter, ja, und wir sind verkehrt, aber weil sich die Erde gleichzeitig weitergedreht hat, sind wir ja schon wieder in der Dunkelzone, ja. Das heißt, wir sind da von der Dunkelzone da nach unten gewandert und dann wieder in die Dunkelzone eingetreten und haben überhaupt niemals ein Licht gesehen. Über eine Phase von circa 2-3 Tagen. Das heißt, die auf der Lichtseite sind, haben ständig Licht und die auf der Dunkelseite sind, haben ständig Dunkelheit. Das heißt, diejenigen, die in der Nachtphase des Kometen waren, die haben eine 3-Tages-Finsternis, das gewährt gar nicht mehr höher. Und die in der Lichtphase waren, wie das eingeschlagen haben, die haben 3 Tage Licht. Und dann gleicht sich das wieder aus, aber dann geht die Sonne allerdings auf der verkehrten Seite auf. Ja, ja. Ja. Und wie das dann nachher ausschaut, das kann man natürlich anhand von diesen Darstellungen sehen, die ja eh unter anderem von Johansen gekommen sind, der Visionär, der hat sich das also so vorgestellt, dass also hier der Polsprung so verläuft, dass die Äquatoriallage anders ist nachher. Das heißt, der Äquator geht nicht mehr durch dieselbe Lage durch. Wir haben also jetzt den Äquator, der geht also da durch den Amazonas, durch den Kongo und da bei Indonesien und so weiter geht das da vorbei. Und wenn es nachher zu einer Umkehrung des Pols kommt, kommt es gleichzeitig zu einer Achsenverschiebung. Und das bedeutet, dass der Äquator dann entlang dieser straffierten Linie läuft. Das ist nach Johansen. Das bedeutet, dass wir besonders da in Europa, wir sind da im Amplitudenbereich da, wir sind da in der maximalen Auslenkung, jetzt im Sinne deiner Amplitudeninterpretation. Das heißt, dass wir da natürlich arge Verschiebungen erleben. Ja, es gibt immer einen Angelpunkt, der ist ungefähr da, und dann gibt es einen Amplitudenpunkt, nicht? Je nach Einschlag, weil der Einschlag ist ja ungefähr da in diesem Bereich da. Das heißt, wir haben also da die maximale Auslenkung und das bedeutet, dass sich da sehr stark was ändert, nämlich im Bereich der Amplitude kommt es zur Tendenz zur Hebung. Da ist eine Erhebung, weil ja der neue Äquator dort gebildet wird. Das heißt, dass dort die Landmassen und die Wassermassen dort erst einmal hingedrängt werden. Das heißt, es wird dort einmal das Wasser hinschießen, wie verrückt. Und wenn sie das dann einigermaßen beruhigt haben, werden die Landmassen noch entsprechend nachziehen, weil es dort zu einer Aufwölbung kommt. Und nachdem der Äquator, der neue, da in etwa durch das Atlasgebirge durchläuft, haben wir natürlich dann tropisches Klima bei uns da. Nicht? Und so etwas Ähnliches hat es ja großer Voraussicht nach hier schon gegeben, vor 5000 Jahren. Und da hat das Ganze sehr wahrscheinlich so ausgeschaut, wie da angezeigt ist durch den Forscher Elliot, der da diese Atlantis-Forschung gemacht hat. Da hat das sehr wahrscheinlich ungefähr so ausgeschaut. Dass nämlich aufgrund des erhöhten Äquators, weil der Äquator durch das Atlasgebirge ungefähr durchläuft, in der Sahara Wasser reingelaufen ist. Das heißt, die ganze Sahara ist unter Wasser gestanden. Das Ganze lässt sich ja geologisch mehr oder weniger nachweisen. Übrigens auch die Sphinx ist sehr stark der Korrosion ausgesetzt gewesen, was darauf hindeutet, dass sie auch längere Zeit unter Wasser gestanden ist. Womit wir hier Mittelmeer und Sahara und Atlantik mehr oder weniger miteinander verbunden haben. Wir haben natürlich tropisches Klima da, wodurch auch die Südspitze von Grönland da und Island wesentlich weiter im Süden gelegen ist. Es ist übrigens kein Zufall, dass gerade in Island jetzt wieder Vulkanausbruch stattgefunden hat und dergleichen, weil sich diese Dinge da jetzt offensichtlich da einschalten in das ganze Geschehen. Was wiederum logisch ist, dass zum Beispiel auch im skandinavischen Bereich hier doch Korallenbänke und so weiter gefunden worden sind. Und auch erklären würde, wie nämlich die Wikinger sozusagen von Skandinavien nach Amerika gesegelt sind, indem sie nämlich über Island nach Grönland und von Grönland nach Amerika gesegelt sind, weil das nämlich alles eisfrei war. Außerdem gibt es die sogenannten Biri-Reiskarten. Das sind so Karten, die gefunden worden sind, die vor unserer
Kolonialzeit sozusagen angefertigt worden sind. Und da ist diese Südgrönlandspitze eisfrei eingezeichnet, A und B, die Küstenlinie mehr oder weniger dort eingezeichnet. Man hat das echolotmäßig nachverfolgt und ist draufgekommen, dass das in etwa der Küstenlinie entspricht, weil das ist ja vereist jetzt. Das passt also auch genau zusammen. Die Insel da, die ist natürlich da spekulativ eingesetzt, aber es ist mit Sicherheit so, dass der Teil hier im Yucatan-Bereich und der Teil hier bei den Azoren etwas damit zu tun hat, dass da früher mal größere Landmassen bestanden haben. Das steht einmal sicher fest. Es ist auch zu erwarten, dass in dem Bereich da unten gewisse Hebungen stattfinden, dass also auch hier größere Verschiebungen stattfinden, währenddessen da dieser Bereich eher zum Untergang geneigt ist. Das heißt, dass also gewisse Teile von Japan da auch der Versenkung preisgegeben werden. Naja, das ganze Szenario schaut halt so aus, dass wir nachher etwas andere Landkarte haben dürften und die Verhältnisse und insbesondere die Machtverhältnisse auch anders sein werden. Das ist übrigens auch einigen Kontaktlern mitgeteilt worden, unter anderem den Amuri Rivera. Das ist ein puerto-ricanischer Kontaktler, der mit den Außerirdischen mitgeflogen ist und in dem ist ihm gesagt worden, dass es einen Kometeneinschlag in naher Zukunft in der Nähe von Puerto Rico geben wird. Und dass unter anderem die Machtverhältnisse sich in den Pazifik verlagern und später einmal ein geistiges Zentrum im Meer gebaut wird. Das heißt, man wird da irgendwann einmal eine Stadt bauen, vielleicht sogar im Wasser oder was immer. Und dort wird eigentlich dann sozusagen eine, unter Anführungszeichen, harmonische Weltregierung installiert, die dann im Jahr 2500 oder irgendwann einmal seine Wirksamkeit erlangt. Also bis dorthin haben wir noch einige Zeit. Und bis dorthin wird sich wahrscheinlich noch eine Menge tun. Ja. Bitte. Weiß man, wo die Japaner und wann die gekommen sind? Vor 3000 Jahren. Japaner. Ja, Chinesen und Japaner als Rasse gehören ja zusammen. Ja. Das gehört ja zusammen als Rasse, nicht? Aber die Naga-Rassen, also die Kasa-Rassen, die stammen von den Nagas ab. Das sind die Schlangenwesen, die es im Universum gibt. Es gibt da zwei verschiedene höher entwickelte Wesenheiten. Das sind die Nagas und die Uragas, die unterschiedliche Teile der Galaxis und so weiter bevölkern. Und die fliegen da herum und kommen phasenweise auf unseren Planeten und geben ebenfalls ihr genetisches Erbe ab. Genauso wie die Manushyas oder die klassische Menschheit, die wir eigentlich da verkörpern, die gehören auch stammen auch von höheren Wesen ab, nämlich von den Manus. Die Manus sind die Vorväter der Menschheit, die ebenfalls auf anderen Systemen und Dimensionen leben und die hierher gekommen sind und ihr genetisches Erbe hier auch auf dem Planeten installiert haben. Und wir gehören eben da dazu. Und es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass die eine ganz andere genetische Matrix haben, weil da immer wieder davon die Rede ist, dass es eine zwölffache Doppelhelix gibt und wir haben halt nur eine zweifache. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Manus das ganze genetische Potenzial auf höherer Dimension der Menschheit verkörpern und verschiedene Strahlen einfach an unterschiedliche Verdichtungsebenen dann hinunterschicken. Und wenn wir da jetzt in den Photonengürtel eintreten, irgendwann einmal nach dem Jahr 2000, dann wird es wahrscheinlich wohl da auch zu einer Verschiebung der genetischen Matrix kommen. Aber wie das alles abläuft, das können wir uns in unserer Fantasie sicher nicht vorstellen. Nicht? Aber wir können froh sein, wenn wir diese Geschehnisse, die bis zum Jahr 2000 noch hier ablaufen, einigermaßen verdaut und verarbeitet haben oder überlebt haben. Wir haben jetzt zumindest einmal materiell gesprochen. Ja? In dem Zusammenhang muss man natürlich auch einmal überhaupt, wenn man über Außerirdische redet, festhalten, dass ja Außerirdische und Außerirdische nicht immer alles gleich ist, sondern dass es ja da sehr wesentliche Unterschiede gibt. Ja? Zuerst einmal gibt es sicherlich humanoide Außerirdische, also die praktisch mehr oder weniger gleich ausschauen wie wir. Es gibt ja nachweislich Leute, die da bei uns herumspazieren und die keine Menschen sind von unserem Planeten, aber die komplett gleich ausschauen, die man also nicht unterscheiden kann. Der kann mit einem in der Straßenbahn spazieren fahren oder im Auto oder sonst wo in der Firma arbeiten und man weiß das gar nicht, weil der kommt von einem anderen Planeten, das gibt es also. Der Adamski hat mit solchen Leuten Kontakt gehabt, die Elisabeth Clara hat mit solchen Leuten Kontakt gehabt, das ist eine ganze Gruppe von Leuten. Dann gibt es aber auch humanoide Außerirdische, die durchaus anders ausschauen, ja, die also ähnlich sind, aber eine gewisse Andersartigkeit aufweisen. Die können sich natürlich nicht so frei bewegen in unserer Gesellschaft. Und dann gibt es natürlich Außerirdische, die mit anderen Evolutionslinien zusammenhängen, von oben herunter gesehen. In den Sanskrit-Schriften werden die Nagas zum Beispiel beschrieben. Wobei die Gruppe der Nagas weit gestreut ist und nicht unbedingt jetzt nur reine Schlangenwesen betrifft, sondern da gehören alle reptiloiden Lebensformen dazu. Und es gibt auch ganz andere reptiloide, menschliche Lebensformen, die da bei uns da offensichtlich interagieren. Davon ist zumindest immer wieder die Rede. Dann gibt es die Kinaras, das sind Vogelwesen.
Ja, in den Veden werden beschrieben Garuda und ähnliche, die auf höheren Dimensionen leben, von denen wiederum Energien der Vogelwesen ausgehen. Ich würde einmal den Verdacht hegen, dass zum Beispiel die arabischen Länder damit in Verbindung stehen. Weil es ist nicht umsonst so, dass der Vogelkult gerade bei den Arabern sehr ausgeprägt ist und dergleichen mehr, nicht? Dann gibt es die Kimburushas, das sind zum Beispiel affenartige Wesen, die aber durchaus über eine höhere Intelligenz verfügen, die mit den Yeti-Formen und dergleichen und so weiter zu tun haben, Bigfoot-ähnlichen Erzählungen. Die gibt es auch, die gehören auch zu den Außerirdischen, werden auch ausführlichst in der vedischen Literatur, insbesondere im Ramayana beschrieben. Ja. Und dann gibt es natürlich insektenartige Wesen, wie zum Beispiel die Grauen, die auch hierher kommen und ihr genetisches Erbe hier einbringen. Und dann gibt es interdimensionale Wesen, die mit uns irgendwie gar nichts direkt zu tun haben, weil sie sich auf höheren Dimensionen befinden und hier nicht mit Raumschiffen herumfliegen, sondern sich regelrecht materialisieren. Aber das ist wieder ein eigener Kaffee. Ja? Die fliegen also mit ganz anderen Möglichkeiten durch den Raum. Das gibt es die Agnis, die Vajus, die Gandharvas zum Beispiel. Das sind die sogenannten Engelwesen. Das sind jetzt nicht die Engel aus der katholischen Kirche notwendigerweise gemeint, aber das sind regelrecht ausgewachsene Engelwesen, so wie wir. Aber die andere Formen haben, unter anderem mit Flügeln und so weiter. Nicht? Die gibt es tatsächlich, die sind aber höherdimensional, die kann man gar nicht sehen, wenn sie nicht zeigen. Die Gandharvas zum Beispiel gelten als die himmlischen Musiker, die sind Perfektion, also die sind spezialisiert auf Musikgeschehnisse und dergleichen. Auch im medizinischen Bereich haben sie damit was zu tun. Die Gandharvas zum Beispiel, ein ganz berühmtes Kontaktlermedium für Gandharvas war der Edgar Cayce. Der Edgar Cayce schreibt in seiner eigenen Biografie, oder in der Biografie, die über ihn verfasst worden ist, dass er in seiner Jugend von einem Gandharva kontaktiert worden ist, der ihm eine Segnung gegeben hat, dass er irgendeinen Wunsch frei hat, weil er im letzten Leben im Kriege Qualen erleiden musste, die ihm nicht zugestanden sind. Er hat da in einem Schützengraben gelegen und niemand konnte ihm da helfen. Und da hat er einige geistige Qualen erlitten und auch Kräfte erlangt, die er jetzt umsetzen kann. Und das läuft halt darauf hinaus, dass er durch diesen Gandharva einen Wunsch frei hat. Und dieser Gandharva hat ihm, und er hat dann den Wunsch gehabt, anderen Menschen zu helfen. Und der Gandharva hat ihm diesen Wunsch erfüllt, indem er als Kontaktmedium zu ihm interagiert hat und die Krankheiten der Leute analysiert hat. Also der Edgar Cayce war ja ein Phänomen. Der hat sich da hingelegt, der hat nicht einmal die Person sehen müssen. Das war gar nicht notwendig. Er musste nur wissen, wo der Aufenthaltsort von der Person ist. Und der Gandharva hat dann reinblickt in die Person und hat den komplett aufgeschlüsselt, wo da die Probleme liegen, und hat dann die Medizinen verordnet. Der hat über 10.000 Fälle geheilt von schwersten Krankheiten, wo die Leute also buchstäblich die alle Hoffnungen aufgegeben haben, und hat also sehr viel grundsätzlich Neues in die Medizin hereingebracht, was also dann später durch die moderne Medizin auch bestätigt worden ist. Hat aber gleichzeitig auch die karmischen Ursachen abgedeckt dafür. Ja, natürlich. Er ist darüber hinausgegangen, er war ein berühmter Hellseher, und hat davon gesprochen, dass so gegen Ende unseres Jahrtausends noch eine Entdeckung in den Pyramiden gemacht wird, die ja jetzt gemacht worden ist durch den Robert Bouval. Die Kammer ist noch nicht geöffnet, aber immerhin, die Entdeckung ist gemacht worden. Und dass gegen Ende des Jahrtausends es zu einem Bollsprung kommen wird, hat er deutlich gesagt. Er hat auch davon gesprochen, dass dieses ganze Szenario dann eingeleitet wird, wenn der Vesuv zum Ausbruch kommt. Also das ist der unmittelbare Eintrittspunkt in die letzte Phase. Und der Ausbruch des Vesuv steht noch bevor, ist noch nicht passiert. Und er hat auch das große Erdbeben von Los Angeles und Kalifornien in Zusammenhang mit dem Vesuv-Ausbruch gebracht, indem er nämlich festgehalten hat, dass circa 2 Monate nach Ausbruch des Vesuvs dort die kalifornische Halbinsel abbricht, durch diese tektonischen Platten, die da verkeilt sind ineinander, und dass mehr oder weniger Los Angeles im Meer versinkt. Nicht? Nein. Also der Cayce sagt, dass das unmittelbar 2 Monate nach Ausbruch des Vesuvs passiert und dass mit dieser Phase auch gleichzeitig die letzte Phase in der ganzen Kometengeschichte eingeleitet ist. Und das steht noch aus. Und ich gehe sehr wahrscheinlich davon aus, dass das so um 99 herum, Anfang, irgendwann Mitte 99 einmal passieren wird, dass der Vesuv dann ausbricht. Es würde mich sehr wundern, wenn es vorher der Fall ist. Nicht? Er hat auch sehr viel davon gesprochen, dass die Hoffnung der Welt von Russland ausgeht, dass es dort zu einem Umschwung des kommunistischen Regimes kommen wird und dass durch die Erneuerung Russlands mehr oder weniger das Ganze in Bewegung kommt. Und es ist tatsächlich so, dass in Russland die Drehscheibe in dem ganzen politischen Geschehen momentan ist, weil die Umstrukturierung der russischen Bevölkerung mehr oder weniger etwas damit zu tun hat, dass das ganze Machtgefüge, was da aufgebaut worden ist, über das Geldwesen zerbröselt. Ja? Also das dreht sich und wendet sich alles mit dem russischen Kontinent, weil, ich kann da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil das würde stundenlang dauern, weil dort dieses Potenzial der Geistigkeit
und auf der anderen Seite das Atomwaffenpotenzial mehr oder weniger sich als Gegenkraft miteinander polarisiert. Auf der anderen Seite schaut es so aus, dass es sich zuspitzt, dass überhaupt nur einige Großkonzerne die gesamte Welt beherrschen. Ja, das ist natürlich klar, dass sich das natürlich jetzt zuspitzt, die ganze Situation zur Jahrtausendwende hin, das ist natürlich klar. Aber das liegt wohl so ein bisschen im Rahmen der Zusammenhänge. Nicht? Naja, wo ordnen Sie den Astascheran dann ein? Naja, der Astascheran, das ist auch so eine Sache. Der Astascheran ist einer von den Außerirdischen, die da ein größeres Kommando offensichtlich überhaben. Aber ich muss davor warnen, dass es sehr viele Leute gibt, die immer wieder behaupten, den Astascheran zu channeln. Ich kenne meines Wissens nur einen einzigen Kontaktler, der mit den Astascheran seinen Leuten in Verbindung gekommen ist, und das nachweislich. Und der wirklich auch Fotos auf den Tisch gelegt hat, und das ist der Eugenio Siragusa aus Italien. Und der Eugenio Siragusa ist wiederum der geistige Vater von Giorgio Bon Giovanni, der wiederum der Stigmatisierte von Fatima ist, nicht? Ja, was ist das? Ja, es gibt jetzt die Dornenkrone, die ist jetzt gerade eingetreten, obwohl das noch nicht permanent der Fall ist, ja. Die Tränen auch, ja. Die Tränen. Wir hatten das Magazin 2000 da, das Neueste, da kann man das eh gleich zeigen. Also der Giorgio Bon Giovanni, bitte? Von dem die ganzen Heften stammen? Bitte? Was ist da mit dem Deutschen da? Die ist schon, weiß nicht, die Heften sind ja schon sehr alt. Deutschen, was meinst du jetzt da? Ja, da gibt es eben verschiedene Gruppen, die immer wieder von sich beanspruchen, dass sie... Vielleicht ist er das Neueste. Ja, nein, er ist nicht das Neueste, er ist das Älteste. Der Eugenio Siragusa ist nämlich derjenige gewesen, der direkt mit dem Astascheran Kontakte gehabt hat, und zwar physischerweise herumgeflogen ist mit denen in den UFOs. Und der hat also jede Menge Fotomaterial auf den Tisch gelegt, und wenn es einen authentischen Mann gibt mit dem Astascheran zusammen, dann ist es er, ganz sicher er. Naja, das Foto spricht ja Bände, da brauchen wir ja nicht mehr drüber reden, das ist ja allerschlimmst, man kann sich selber anschauen. So schaut das jetzt aus. Das ist der Giorgio Bon Giovanni, wahrscheinlich der berühmteste Stigmatisierte, den es überhaupt auf der Welt gibt. Ja. Der war aller Voraussicht nach das Kind von Fatima, da hat es 3 Seherkinder gegeben, 2 Mädchen und einen Buben, 1917 war das. Und da ist die Botschaft von Fatima vermittelt worden über den Ersten, Zweiten und Dritten Weltkrieg. Ja. Und der Bub ist unmittelbar danach gestorben, relativ schnell nach diesem Seher-Erlebnis. Die dritte Botschaft ist dann im Vatikan irgendwo verschwunden, die anderen 2 sind ja mittlerweile eh veröffentlicht. Und der Giorgio Bon Giovanni hat also diese Erlebnisse gehabt, dass er von Außerirdischen bzw. der Mutter Maria kontaktiert worden ist, und es ist ihm geoffenbart worden, dass er dieses Kind sei, und wenn er will, kann er in diesem Leben die dritte Botschaft von Fatima noch einmal verbreiten. Ja, na, durch ihn, ja, eh durch ihn. Und als Zeichen seiner Authentizität sind ihm diese Stigmas da verpasst worden. Er ist ganz normal, also er ist vom Psychologen untersucht worden, hat auch mit der Kirche wenig am Hut, also nicht ein religiöser Fanatiker, spricht da über Außerirdische ganz offen und frei. Und diese Stigmas haben halt angefangen an den Beinen und an den Händen, sie bluten jeden Tag. Und das Ganze hat dann also sich auf die Brust noch verlagert, da ist also der Kelch noch sichtbar geworden, und dann am Ende hat er noch dieses Kreuz auf der Stirn bekommen. Das ist also das dritte Bild. Und es ist ihm gesagt worden, dass wenn das Ganze in die Endphase geht, dann kriegt er auch noch die Dornenkrone, die jetzt vor kurzer Zeit ihm sozusagen als Zeichen des Leidenswegs der Erde noch verpasst worden ist. Wobei die Dornenkrone nicht permanenten Charakter hat, sondern nur manchmal auftritt. Je nachdem, in welcher Phase sich das Ganze befindet. Das heißt, es wird langsam, aber sicher ernst. Das ja? heißt, an seinem Körper ist das, was die Welt der Welt passiert. Ja, genau. Er verkörpert, ja, genau. Der Giorgio Bon Giovanni verkörpert das Schmerzpotenzial dieser Welt. Und das ist auch der Grund, warum er diese Stigmas bekommen hat. Und das Ganze ist ziemlich kompliziert und metaphysisch und so weiter. Aber er ist einer von den Botschaftern, die den Leuten vermitteln soll, dass sie langsam aber sicher aufwachen sollten. Übrigens, in dem Zusammenhang gibt es auch die weinenden Madonnen, die weltweit immer mehr werden. In der Zwischenzeit gibt es noch ein paar, die da wieder angefangen haben zu weinen. Und das hängt also alles mit dem zusammen, was da in Kürze auf uns zukommt. Also ich würde also sagen, bei der Ernsthaftigkeit der Zusammenhänge und allem, was sich da so tut, sollte man langsam erwachen. Ja, und nicht vor sich hinträumen, weil es kommt was. Es kommt mit Sicherheit was. Weil solche Dinge wie die von Giorgio Bon Giovanni da, ja, das ist keine Einbildung. Da hat sich nicht irgendjemand was ausgedacht, ja, sondern das sind vollkommen reale Erscheinungen. Ja.
Haben wir den Film da zufällig von Giorgio Bon Giovanni? Haben? Ich glaube nicht, den haben wir nicht da. Es gibt einen Film drüber, wo seine Person ein bisschen vorgestellt wird. Warte, ich muss mal schauen. Ich glaube auch nicht, dass wir den heute da haben. Eher nicht. Das ist die eine Kassette, das ist die zweite Kassette. Die dritte, nein. Den haben wir nicht da. Also wer Interesse hat, das einmal zu sehen, über den Giorgio Bon Giovanni, der kann sich das gerne anschauen und auch über die Weinen Madonnen, da ist das alles drauf. Wir werden sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Der Giorgio Bon Giovanni, wer ihm begegnen möchte, sehr wahrscheinlich wird er dieses Jahr, nächstes Jahr auf der UFO-Konferenz in Düsseldorf auch gegenwärtig sein. Sicher ist es nicht, aber es wird wahrscheinlich sein. Ich bin ihm letztes Jahr, oder war das vorletztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr war es, gell? Sind wir ihm eh oben begegnet und wir haben uns zwar mit ihm nicht direkt unterhalten können, weil er spricht nur Italienisch, er spricht auch nicht einmal Englisch, was die Sache in gewisser Weise noch erschwert. Aber er ist eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit, das steht einmal fest. Es gibt da noch eine Menge anderer, die damit zusammenhängen. Wie gesagt, also momentan hat er auch die Dornenkrone noch bekommen und jetzt wird die Sache langsam ernst. Ja, also wie gesagt, es gibt sehr viele Zeichen, sehr konkrete Hinweise, dass wir in die letzte Phase unseres Planeten und damit auch in die neue Phase des neuen Zeitalters eintreten und dass es da zu einer Trennung von Spreu und Weizen kommt, ist klar. Man kann das auch physikalisch sehr schön nachweisen und logisch zeigen, dass diese Dinge irgendwann einmal auftreten müssen. Das hängt alles mit spiralphysikalischen Überlegungen zusammen. Ich habe versucht, in dem Seminar eine gewisse Authentizität in das alles hineinzulegen. Es ist nicht alles nur reine Spekulation und Interpretation, sondern es zeigt sich anhand der Überlegungen, die man selbst tätigen kann, wo wir hängen und dass das alles irgendwie auch in den Kornkreisen technischerweise sichtbar ist. Und ich hoffe, dass das jetzt den Seminarteilnehmern ein bisschen einen Überblick über die Zusammenhänge verschafft hat. Und in dem Sinn komme ich jetzt langsam ans Ende meines Seminars und hoffe, dass da ein bisschen was übrig geblieben ist zur weiteren Anregung für die Zukunft. Ich danke fürs Kommen und wünsche noch einen schönen Sonntag. Thank you.